another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Hey Fabian, hallo. Hallo Christian. Wir sprechen heute über Silent Hill 2. Wir beide haben ja schon mal über das erste Silent Hill gesprochen und jetzt lassen wir es uns nicht nehmen, auch den Nachfolger zu behandeln, weil, glaube ich, viele Leute sagen würden, das ist das Wichtigere der beiden Spiele und vielleicht sogar das Wichtigste in der Silent Hill-Reihe insgesamt. Ich mache jetzt mal am Anfang etwas, was wir ja selten machen hier bei Stay Forever und Super Stay Forever. Ich zitiere mal ein bisschen aus den internationalen Kritiken. 4Players zum Beispiel hier in Deutschland hat geschrieben, es sei eine Symphonie aus Spannung, Angst und Psychoterror. Maniac schrieb, ein schockierender Trip in die Abgründe der Seele, audiovisuell phänomenal. T4TV in den USA schrieben, selten haben Sound, Grafik und Steuerung in so perfekter Harmonie zusammengewirkt. Und Eurogamer aus England, die packen gleich den Federhandschuh aus und schreiben, Silent Hill 2 ist wesentlich besser als jedes der Resident Evil Spiele. Wow. Da ist die Latte schon mal hochgehängt. Gut, fairerweise muss man sagen, damals gab es noch nicht so viele Resident Evil Spiele, da gab es ein paar. Aber die großen Verbesserungen der Serie haben erst später stattgefunden. Ansonsten okay. Hast du hier natürlich wirklich sehr positive Beispiele gefunden, die mich glauben lassen würden. Wir sprechen hier über eins der besten Spiele aller Zeiten. Und wie du schon sagtest, Silent Hill 2 hat ein unglaublich gutes Standing innerhalb seiner Serie, aber auch innerhalb des gesamten Horrorgenres wird das immer wieder zitiert und genannt als ein ganz besonderes Spiel. Und deswegen ist es, glaube ich, auch okay, dass wir jetzt 5 Jahre nach unserer Besprechung von Teil 1 das Spiel auch nochmal hernehmen, während wir das sonst bei anderen Spielen ja oft so machen, dass wir uns eins rauspicken, sprechen am Ende nochmal über Sequels, die es vielleicht mal gab oder auch nicht, aber nicht nochmal wirklich eine eigene Folge machen. Hier lohnt es sich. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir nochmal ein bisschen einen Rückgriff machen auf Silent Hill 1 und nochmal sagen, wo kommt die Serie eigentlich her? Was sind vielleicht Unterschiede zwischen den beiden Spielen und wo greift das Spiel auch in ähnlicher oder gleicher Weise die Motive wieder auf? Ja, ich empfehle natürlich unsere Folge zu Silent Hill, um das nochmal im Detail zu hören. Aber grundsätzlich ist Silent Hill ein Spiel aus dem Jahr 1999, das dafür die erste PlayStation rauskam. Es stammt von Konami aus Japan und ist ein Survival-Horror-Spiel, ein damals noch relativ junges Genre, zumindest unter diesem Begriff. Und in diesem ersten Silent Hill, da spielen wir einen jungen Vater, der mit seiner Tochter Cheryl nachts unterwegs ist mit dem Auto und die kommen von der Straße ab und dann stellt er fest, als er wieder zu sich kommt, dass seine Tochter verschwunden ist und dann begibt er sich in das Kleinstädtchen, in dem er da gestrandet ist, namens Silent Hill und stellt fest, huiuiui, da geht aber manches nicht mit rechten Dingen zu, vor allen Dingen, man merkte schon daran, dass die Stadt völlig in Nebel getaucht ist und es schneit, obwohl wir hier im Hochsommer unterwegs sind und dann gehen zunehmend seltsame Sachen in diesem Städtchen vor und das Ganze kippt bald in Body-Horror und in albtraumhafte Sequenzen und in menschliche Abgründe, die wir dann da erkunden als Harry Mason. Das Ganze wird dann so eine albtraumhafte Mischung aus Rätseln, aus Rumlaufen, aus dem richtigen Weg finden, natürlich auch aus gewalttätigen Konfrontationen mit furchtbaren Monstern, die diese Stadt anstelle von Menschen bevölkern, die bis auf wenige Ausnahmen komplett aus Silent Hill verschwunden sind. Das prägt den Weg von Harry durch die Stadt auf dem Weg zu hoffentlich seiner Tochter und da wird dann auch viel Religiöses mit reingemischt. Es geht um einen Kult, der in dieser Stadt aktiv war oder ist. Das ist lange Zeit nicht so ganz klar und alles ist sehr verwirrend, sehr bedrückend auch. Das Spiel ist sehr düster und entwickelt sich dann eher im Verlauf in eine noch düsterere Richtung weiter. Es gibt dann noch so eine Alternativversion der Welt, die nochmal dunkler, nochmal blutiger und nochmal beängstigender ist für die Kreaturen, die sich darin bewegen oder bewegen müssen, wie Harry zum Beispiel. Ja, und so kämpft man sich im wahrsten Sinne des Wortes durch dieses Spiel durch, weil es wirklich auch ein einigermaßen anstrengendes Spiel ist für die Zeit, was auch daran liegt, dass man nicht so sehr in so eine Machtposition geschoben wird, wie zum Beispiel im von dir erwähnten Resident Evil. Also du bist kein Soldat, der da mit seinem Squad ist, du findest nicht den Raketenwerfer und es bleibt
immer so, dass du eine verwundbare Figur bist, von der du denkst, okay, wenn jetzt hier drei so Monster kommen oder auch wenn ein Bossgegner kommt, dann kannst du eigentlich in jeder Sekunde das Zeitliche segnen. Du bist ein relativ normaler Mensch, der in eine sehr undankbare, sehr schwierige Situation hineingezwungen wird. Das erste Silent Hill war ein erfolgreiches Spiel zu seiner Zeit. Es hat vor allem gepunktet mit seiner Atmosphäre, der sehr dichten, unheimlichen Atmosphäre und auch der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt hat. Ein bisschen fragmentiert, man musste mitdenken. Es waren sehr seltsame, bizarre Erlebnisse, die sich da aneinanderreihen. Und es war für ein Spiel seiner Ära, wir sind da in der ausgehenden Ära der PlayStation 1, auch einigermaßen hübsch. Erkauft dadurch, dass du eine sehr geringe Sichtweite hast, weil alles im Nebel versucht. Aber das, was man sieht, ja, das Wenige, was man sieht, ist ziemlich detailliert. Wir haben das sehr gelobt damals in unserem Podcast. Nun ist eigentlich klar, wenn so ein erfolgreiches Spiel etabliert ist, dann muss auch ein Nachfolger her. Und in der Zwischenzeit ist die PlayStation 2 erschienen. Das heißt, wir haben hier auch einen Generationensprung. Wir sind jetzt auf der neuen und fortschrittlicheren Hardware. Und das sieht man, so viel sei vorweggenommen, dem zweiten Silent Hill auch an. Entstanden ist es wieder intern bei Konami, beim Team Silent. Das so heißt, weil es sich um die Silent Hill-Reihe kümmerte. Also um die ersten vier Teile zumindest. Beim ersten Spiel, da war federführend noch Keiichiro Toyama als Director, wie das in Japan genannt wird. Der hatte sich das Szenario und die Story um diese Kleinstadt Silent Hill ausgedacht. Und der verlässt Konami aber nach dem ersten Silent Hill und geht rüber zu Sony und macht dort eine Survival-Horror-Konkurrenz-Serie auf, die Siren-Serie. Weiß nicht, ob die auch Stoff für ein zukünftiges Super Stay Forever sein dürfte. Vermutlich eher nicht, oder? Es geht. Es gibt da mehrere Teile von. Ich habe da manche durchaus auch in okayer Erinnerung. Ich weiß aber, dass die auch sehr gegen den Spieler gearbeitet haben. Also es waren Spiele, wo man schon richtig Lust drauf haben musste, sich da ärgern zu lassen und sich da durchzuackern. Aber wer weiß, ob wir das nicht heute über Silent Hill 2 auch sagen werden. Ja, schauen wir mal, wir nehmen noch nichts vorweg. Ja, also der kreative Kopf ist weg und dementsprechend rücken aber aus dem Team andere Leute in Verantwortungspositionen. Generell das Team wächst deutlich an für den zweiten Teil. Das ist, wie gesagt, eine neue Hardware-Generation. Die Grafikleistung ist größer der PlayStation 2 logischerweise. Da braucht man also auch ein bisschen mehr Man- und Woman-Power im Hintergrund. Aber wie gesagt, das speist sich in erster Linie aus dem eigenen Pool. Der neue Director, also der Federführende für das Projekt, ist Masashi Tsuboyama. Der war beim ersten Silent Hill Grafiker. Und jetzt ist er also derjenige, der das leitet. Der Art Director, der also für den ganzen visuellen Stil zuständig ist, Masashiro Ito, der war noch Monster Designer beim ersten Teil, rückt jetzt auf. Und es kommen vor allen Dingen auch mehrere Leute jetzt in dieses Konglomerat, was mit Erzählung zu tun hat. Zum einen gibt es jetzt einen Scenario Writer, Hiroyuki Owako, der war Programmierer der Gegner-KI im ersten Teil. Und neu hinzu ins Team kommt Suguru Murakoshi als Drama Director. Und einer, der den Namen wir auch nennen sollten, weil er im Rahmen von Silent Hill 2 auch häufig auftaucht, ist Takayoshi Sato, der ist der Character Designer, also derjenige, der sich die Protagonisten des Spiels ausgedacht hat und ihre Gestaltung definiert hat und der auch zuständig war für die ganzen Render-Videos, die wir im Spiel sehen. Generell die Besetzung des Teams von vielen Veränderungen geprägt. Es gibt nur wenige Mitarbeiter, die wirklich auf der gleichen Position blieben über die Jahre. Also wir haben so jemanden wie den Executive Producer Gozo Kitao, der macht diesen Job für die ersten drei Silent Hill Spiele und auch der Sound Director Akira Yamaoka, der ist auch in den Jahren, wo Team Silent aktiv ist, immer in dieser Position tätig und verantwortet die sehr ikonische Soundkulisse der Spiele. Und wir sprechen ja auch über einen insgesamt kurzen Zeitraum. Also Team Silent existiert im Wesentlichen oder ist aktiv ab der Entwicklung von Teil 1 Ende der 90er bis so Mitte der 2000er. Da landen wir dann bei Silent Hill 4. Also die Frequenz wird hoch, dann gerade nach Silent Hill 2 kommen relativ schnell Teil 3 und dann Silent Hill 4 nach. Und dann lässt Konami später aber weitere Teile von anderen westlichen Teams entwickeln und das Team Silent, was vorher schon ordentlich immer durchgewechselt hat, also wo Leute aufgestiegen sind, ausgestiegen sind und neu hinzugekommen sind, das ist dann nicht mehr für die Serie aktiv und löst sich dann mehr oder weniger auf, ohne dass das, glaube ich, offiziell mal so verkündet worden wäre.
Also die Maßgabe für die Entwicklung des zweiten Teils ist eigentlich relativ einfach, nämlich ja, macht eine würdige Fortsetzung für diesen erfolgreichen ersten Teil. Aber es gibt zwei wesentliche Punkte, die, glaube ich, auch wichtig sind zum Verständnis von dem, was Silent Hill 2 dann ist und wie es funktioniert. Nämlich das eine ist der schon erwähnte Generationensprung auf die PlayStation 2. Das heißt, das Team hat die Ambition, jetzt zu zeigen, dass all die technischen Einschränkungen und Frustrationen, die sie noch auf der ersten PlayStation in Kauf nehmen mussten, wie also ihre Vision von einem Silent Hill-Spiel mit dieser damals sehr modernen Technik aussehen würde. Und das zweite ist, das hat der Takayoshi Sato später erzählt, also der Character Designer, die Herangehensweise beim ersten Silent Hill war noch, wir machen ein gruseliges Spiel und wir denken auch zuerst über die gruseligen Dinge nach, also über die Umgebungen, über die Gestaltung des Spiels und darin betten wir dann eine Story ein, also erst die Stadt, dann die Story und Silent Hill 2 wird andersrum gebaut. Silent Hill 2 kommt erst von der Geschichte und aus der Geschichte leitet sich dann der Rest ab. Nun ist das, wenn wir uns Silent Hill 2 angucken und den ersten Teil daneben halten, dann sind die Spiele von ihrer Gestaltung sehr ähnlich. Der Schauplatz ist ja auch wieder der gleiche. Wir sind wieder in dieser US-amerikanischen Kleinstadt Silent Hill und die versinkt wieder im Nebel. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das zweite Spiel doch ein in entscheidenden Punkten anderes ist als der erste Teil. Hm. Und vielleicht muss man aber, bevor wir da einsteigen in die Beschreibung des zweiten Teils, noch kurz dazu sagen, dass es eine Versionsgeschichte sozusagen gibt für das zweite Silent Hill. Und der wichtigste Erwähnung ist, dass das Spiel ursprünglich für die PlayStation 2 rauskommt und dann aber im Dezember des Jahres 2001, also des Erscheinungsjahres, auch für die Xbox, die Konkurrenzkonsole, kommt und dort dann als eine erweiterte Fassung, die trägt den Untertitel Restless Dreams und hat noch eine zusätzliche Episode. Auf die kommen wir aber später dann nochmal zu sprechen, würde ich sagen. Genau, auf die werden wir sicherlich noch eingehen, weil sie auch im Zusammenhang mit der Hauptgeschichte einigermaßen interessant ist oder vielleicht nochmal Perspektiven überdenken lässt, die man zur Hauptgeschichte hat. Und genau, du sagtest es schon, die Spiele wirken oberflächlich sehr ähnlich, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man schon an den grundsätzlichen Bestandteilen große Unterschiede, weil du sagst berechtigterweise, das spielt wieder in Silent Hill. Die Stadt ist aber anders aufgebaut, beziehungsweise bereisen wir jetzt hier einen anderen Teil der Stadt. Also wir sehen keine Schauplätze wieder aus dem Erstling, sondern es ist ein anderer Abschnitt. Man kann das auch anhand von Karten, mit denen das Spiel sehr viel arbeitet, nachvollziehen, wo wir uns hier befinden. Und es ist quasi wieder dieses Gefäß, also diese Stadt Silent Hill, aber sie kippen halt eine komplett andere Geschichte rein, die sie auch anders ausgestalten und damit einhergehen eben auch komplett andere Figuren, weil die Geschichte um Harry Mason und seine Tochter aus dem ersten Teil, die war nie als eine Fortsetzungsgeschichte angelegt. Die ist einigermaßen abgeschlossen und da ist wenig Potenzial vorhanden gewesen, um überhaupt nochmal daran anzuknüpfen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich würde sagen, was Team Silent da gemacht hat, ist, sie nehmen die etablierte Spielmechanik und vor allem die etablierte Stilistik des ersten Teils und machen damit aber ein anderes Spiel, eine andere Story, wie du schon gesagt hast, aber durchaus auch ein Spiel, das sich ein bisschen anders anfühlt. Das ist vor allen Dingen ein viel kompakteres Spiel. Im Vergleich zum ersten Teil sind wir hier an weniger Schauplätzen unterwegs. Es ist auch insgesamt kürzer, also es ist viel schneller durchgespielt als der erste Teil. Es hat eine andere thematische Schwerpunktsetzung, während der erste Teil noch zum guten Anteil okkulte Themen verhandelt hat und daraus sich auch ein Teil des Horrors speist, spielt das überhaupt keine Rolle im zweiten Teil, sondern hier sind wir jetzt mit psychologischen Horror unterwegs. Und vor allen Dingen würde ich sagen, Silent Hill 2 nimmt seine Spielmechanik relativ stark zurück, vor allem den Kampf, was nicht heißt, dass es nicht vorkommen würde und dass man sich noch genug damit auseinandersetzen muss. Aber wenn man darüber nachdenkt, was das Bedeutsame am Spiel ist, wo Team Silent offenbar Wert drauf gelegt hat, dann sind das ganz eindeutig nicht die Kämpfe. Ich würde sogar fast sagen, es sind nicht die Rätsel, sondern es ist die Erzählung. Denn wir haben es mit einem Spiel zu tun, das über weite Strecken eher Walking Simulator ist als Actionspiel oder Survival-Horror-Spiel und das auch längere Passagen von mystartigen Adventure-Elementen hat mit Logikrätsel und sowas und insgesamt weniger sich mit dem Kampf beschäftigt und auch wesentlich weniger Gegnertypen zum Beispiel hat als der erste Teil. Aber jetzt lass uns mal erzählen, wie man in das Spiel eigentlich reingeht und was die Prämisse ist. Wer sind wir denn und wie geht das Spiel los, Fabian?
Ja, ich kann das einmal erzählen. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass ich froh bin, dass du diese Idee platziert hast, dass das auch ein Walking Simulator sein könnte, weil ich glaube, das mag natürlich auch großen Fans unter Umständen ein bisschen übel aufstoßen. Und jetzt kannst du diese Negativität auf dich ziehen. Kriege ich die Zuschriften, meinst du? Naja, du sprichst dem Spiel halt so ein bisschen vielleicht unterschwellig dadurch schon ab, dass seine spielerischen Bestandteile so stark sind, um das Spiel für sich tragen zu können. Und wenn du sagst, es ist ein Walking Simulator, dann wissen wir, die Geschichte steht hier sehr im Vordergrund. Und das merkt man auch ab Beginn des Spiels gleich. Also das Spiel, nachdem wir so ein bisschen Optionen konfiguriert haben, wir können zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad für die Action-Elemente in 4 Stufen festlegen und den Anspruch der Rätsel in 3 Stufen. Wenn wir das gemacht haben und das Spiel starten, dann beginnt das Spiel mit einer Videosequenz. Wir sehen hier einen Mann, der nah vor einem Spiegel steht. Der ist äußerlich nicht sonderlich bemerkenswert. Es ist ein kurzhaariger, schlanker, weißer Mann, vielleicht um die 30 Jahre alt. Er fährt mit den Fingern seiner Hand einmal kurz über sein Gesicht. Er atmet tief durch und nach einem Umschnitt erkennen wir dann, wo wir uns eigentlich befinden. Es ist ein schmuddeliger Toilettenraum. Der wirkt so, als sei er ziemlich lange nicht geputzt worden und mit seinen vielen Urinalen wird der sicher irgendwo im öffentlichen Raum stehen, vielleicht an einer Raststätte. Wir hören nun eine kurze Frage, die der Mann an sich selbst richtet. Mary, could you really be in this town? Für einen Moment übernehmen wir jetzt die Steuerung, aber wir können hier im Grunde nichts ausrichten, außer den Raum zu verlassen. Der Mann tritt nun automatisch langsam an eine Mauer heran und ebenso langsam entfernt sich die Kamera von ihm und gibt uns mehr Einblick in die Umgebung. Dazu setzt dann wieder eine Stimme ein und wir erfahren Details zur Handlungsmotivation des Mannes, den wir vorher kennengelernt haben. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Der Mann, sein Name ist übrigens James Sunderland, hat also einen Brief von seiner Frau Mary erhalten, die ihm mitteilt, in Silent Hill zu sein. Dem Ort, wo sie mal gemeinsam Urlaub gemacht haben. Das Irritierende daran ist jetzt, Mary ist seit 3 Jahren tot. Gestorben an, wie James sagt, einer furchtbaren Krankheit. Und mit seinem Auto ist er nun bis vor die Tore der Stadt gelangt und der weitere Weg ist blockiert. Das Auto sehen wir geöffnet jetzt ganz in der Nähe stehen. Wir nehmen uns daraus noch die Karte der Stadt mit. Dann erkunden wir den Parkplatz. Niemand sonst ist hier. An einer Stelle ist die Mauer, an der James zuvor stand, für eine Treppe geöffnet. Und wir sehen ein großes Schild, das zum Toluca Lake weist. Wir gucken kurz auf die Karte und sehen, dass es durchaus der richtige Weg nach Silent Hill ist. Also steigen wir die Stufen hinab. Wir landen auf einem schmalen Trampelpfad. Links und rechts durch Büsche, durch Bäume und Abhänge begrenzt. Richtig viel sehen wir aber eigentlich gar nicht, weil dichter Nebel wabert durch die Spielwelt. Außerdem hören wir was, was wie bellende oder knurrende Hunde klingt. Es könnten Wölfe im Wald sein, die uns bei nächster Gelegenheit anfallen werden. Wir wissen es nicht so genau. Wir laufen erstmal weiter und nach einigen Minuten erreichen wir eine offenere Stelle. Und hier steht ein überdachter Brunnen. Da gucken wir natürlich rein und darin finden wir ein seltsames rotes Quadrat, so würde ich das jetzt mal nennen. Was sich für James so anfühlt, so sagt er, als würde jemand in seinem Schädel herumtasten, ist ein Speicherpunkt. Die finden wir später noch häufiger im Spiel. Wir treten durch ein schweres Eisentor und nun stehen wir auf einem vernebelten Friedhof und lernen in einer Zwischensequenz eine junge Frau namens Angela kennen. Excuse me, I'm sorry. No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Angela erschreckt sich zunächst furchtbar, als wir sie ansprechen.
Sie warnt uns davor, nach Silent Hill zu gehen, denn irgendwas, was sie aber nicht genau erklären könne, stimme mit der Stadt nicht. James wischt diese Warnung ziemlich weg. Schließlich ist er in wichtiger Mission unterwegs. Er sucht Mary. Angela erzählt ihm dann, dass auch sie jemanden suche. Und zwar ihre Mutter, ihren Vater und ihren Bruder. Wahrscheinlich meint sie in dem Moment, dass sie deren Gräber auf dem Friedhof sucht. Aber zu 100% klar ist das irgendwie auch nicht. Sie könnte auch von der Suche in der Stadt Silent Hill sprechen. Das bleibt offen. Und James wirkt dann auch nicht mehr sonderlich interessiert daran, das Gespräch noch fortzusetzen. Er geht weiter. Wir kommen wieder auf einen Trampelpfad. Es geht mehrere Minuten auf diesem Weg entlang, in denen eigentlich nicht wirklich was passiert. Wir kommen an ein paar geparkten Autos vorbei, die nicht so aussehen, als wären das irgendwelche Schrottkarren, die hier schon seit Jahren rumstehen. Aber Menschen, die zu diesen Autos gehören könnten, die sehen wir abseits von Angela nicht. Wir gehen weiter und immer weiter, bis wir schließlich zu einer Tür an einem hohen Drahtzaun kommen. Da ist noch so eine baustellentypische Warnung dran. Gefahr. Draußen bleiben. Eindringlinge werden strafrechtlich belangt. Naja, interessiert uns in dem Moment natürlich auch nicht so. Und immerhin erreichen wir jetzt eine geteerte Straße. Die Stadt rückt offensichtlich näher. Nach weiteren eher ereignisarmen Minuten erreichen wir in einem Blumenladen auf der Sander Street endlich Silent Hill. Der Blumenladen hat geschlossen, was uns ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht in dem Moment. Und als wir um die nächste Ecke biegen, ist die Straße voller Blutspuren. Und im Nebel sehen wir noch schemenhaft eine bizarre, zombiehaft wirkende Kreatur davonschlurfen. Und so beginnen unsere insgesamt etwa 10 Spielstunden, von denen wir in diesem Moment übrigens schon etwa eine halbe Stunde hinter uns gebracht haben. Ja, wollte gerade sagen, deine Erzählung hat vielleicht gerade so bis zum Friedhof gereicht, also die Zeit, die du für die Erzählung gebraucht hast, weil im Spiel läuft man wirklich lang durch diese Landschaft, auch absichtlich, das hat Team Silent bewusst so gemacht, dass wir immer tiefer in diese Nebelsuppe hineinlaufen, denn das, was hier schon als erster Stimmungsrahmen gesetzt und abgesteckt wird in Silent Hill 2, bevor der erste Gegner überhaupt auftaucht, bevor der erste Kampf stattfindet, bevor wir mit den Kreaturen in dieser Stadt konfrontiert werden, ist eine Stimmung der Unheimlichkeit. Denn das Verstörende an diesem Horrorspiel ist nicht unbedingt die Musik, die Geräusche, die geringe Sichtweite, die Blutspur oder diese seltsame Kreatur, die du erwähnt hast. Das Verstörende ist eigentlich die Einsamkeit. Warum zum Teufel ist denn hier weit und breit niemand? Diese ganze Stadt ist eine Touristenstadt des Silent Hill. Die wirkt völlig verlassen, die ist trostlos und menschenleer. Und je weiter du reingehst, desto bizarrer wird das. Die Autos verlassen, an einer leeren Ranch kommst du vorbei, die Geschäfte geschlossen, niemand auf den Straßen. Das Einzige, was man hört, sind diese Fußstapfen im Laub, das Geraschel im Wald, als ob da irgendetwas wäre, aber du siehst es nie. Abgesehen von diesem Treffen mit Angela ist man da völlig allein. Und was ich auch verstörend finde, noch als zusätzliche Ebene, ist die Reaktion unseres Protagonisten James darauf, nämlich überhaupt keine. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, was hier in Silent Hill vor sich geht, dass diese Stadt zu verlassen ist, ist ihm überhaupt kein Wort wert. Er nimmt das einfach so hin. Und dazu kommt auch noch, abgesehen von der Einsamkeit und der Leere, eine gewisse Eingefrorenheit, denn hier bewegt sich nichts, hier fährt kein Auto, hier bewegt sich kein Ast im Wind, hier sind keine Tiere unterwegs, kein Vogel fliegt, kein Licht flackert. Es ist alles wie eingefroren, wie festgefroren in der Zeit. Das Einzige, was noch funktioniert, interessanterweise, sind die Fußgängerampeln. Die schalten noch hin und her. Aber ansonsten ist alles, was sich in der Stadt dann bewegen wird in Zukunft, feindselig. Also die Bewegung, das ist der Feind. Und das andere, was sich die ganze Zeit und ständig bewegt, sind die Nebelschwaden, in die diese gesamte Stadt getaucht ist. Genau, dass du das mit den Ampeln beschreibst, vielleicht unterstreicht das nochmal so dieses Motiv dessen, dass so elektrisch betriebene Dinge in der Stadt, die funktionieren. Genauso wie du das Gefühl hast, auch die Autos, die würden auch fahren, wenn man sich reinsetzt und damit wegfahren wollen würde. Es wirkt nicht wie eine Geisterstadt, die Menschen verlassen haben, weil die aus welchen Gründen auch immer wegen der Katastrophe oder weil die Stadt nicht mehr bewohnbar ist oder weil man da kein Geld mehr verdienen kann, sondern es wirkt so, als hätte man einfach nur die Menschen und alles Leben
rausgesogen. Aber diese Stadt steht noch da, so wie sie vorher auch war, und sie würde an sich auch noch funktionieren, abseits dessen, dass sie relativ stark vernagelt ist, nenne ich das mal, wenn man versucht, ihre Randgebiete zu erkunden. Also das merken wir schon ganz am Anfang, dass wir mit dem Auto nicht mehr weiterkommen. Die Stadt möchte offensichtlich nicht, dass Menschen sie betreten, zumindest nicht Menschen, die hier nicht herkommen sollen. Und das Gleiche bemerkt man auch in der Stadt. Es ist so ein bisschen wie so eine Theaterkulisse, die eigentlich eine flache Wand ist, bei der ganz viele Türen drauf sind, die dir die Idee verkaufen soll. Ah, hier gibt es ganz viele Wege und das ist eine große, lebendige Stadt. Aber eigentlich wird man hier sehr stark gesteuert. Ich habe ja eben schon mal beschrieben, wie so der initiale Weg in die Stadt verläuft. Dahin kann man sich nicht verlaufen. Genauso, wenn man diese Blutspur findet, du wirst diesem Monster folgen. Und du wirst mit diesem Monster auch konfrontiert werden, weil du zwar ganz viele Türen hast, die theoretisch mal funktioniert haben mögen, die das Spiel aber dir nicht zugänglich macht, sondern du wirst da ganz deutlich durchgefahren durch dieses Setting der Stadt, in der scheinbar nichts mehr lebt, zumindest nichts, was kein furchtbares Monster ist. Du kommst ja da an eine Kreuzung, wo diese Blutspur ist. Das heißt, es gibt drei Wege, auf denen du da weitergehen könntest. Das eine ist der richtige, dem ich dem und der Kreatur hinterher. Im anderen Weg stößt du nach kürzester Zeit in eine Absperrung. Und am dritten Weg sagt James, ich sollte doch mal besser nachgucken, was es mit dieser Kreatur auf sich hatte, und dreht wieder um. Das Spiel macht genau das, was du sagtest, es führt dich. Und es wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein, dass ich heute dieses Wort vom Walking Simulator in die Hand nehme, weil diese gefühlte Erfahrung ja auch in diese Richtung weist. Aber dass wir es hier nicht mit einem reinen Walking Simulator zu tun haben, sondern schon mit einem letztendlich Actionspiel, sehen wir dann, wenn wir dieser Kreatur weit genug hinterhergegangen sind, dann stellt James hier nämlich in einer Baustelle in einem Tunnel und stellt fest, dass das eine monströse, entstellte, aber doch menschenähnliche Kreatur ist, die so aussieht wie ein zweibeiniger Fleischklops in einer Fleischzwangsjacke, in der er sich windet und Säureschwaden spuckt. Und deswegen schnappt sich James dann da eine Holzlatte, die da in der Nähe liegt, und kloppt die Kreatur gleich mal tot. Man hat vorher noch das seit dem ersten Serienteil zum Standard der Serie gewordene Radio eingesammelt oder Funkgerät, das durch ein Rauschen ankündigen wird im Verlauf des Spiels, wann immer irgendwelche Kreaturen in der Nähe sind. Und wir haben im Grunde auch ein übergeordnetes Ziel vor Augen, weil wir haben vorhin ja die Einleitung gehört mit dem Brief von Mary und James' Gedanken dazu, wo es um den Special Place geht. Und er vermutet zunächst, damit könnte der Park der Stadt gemeint sein. Der ist dann auch unterstrichen auf der Karte. Das ist ein typisches Merkmal, mit dem das Spiel arbeitet, dass es wichtige Stellen auf der Karte, die irgendwie markiert oder einkreist, damit du immer weißt, okay, hier ist noch was, wo ich vielleicht noch mal hin zurückkehren muss oder wo eben die Handlung weitergeht. Und so versuchen wir uns dann, ausgerüstet mit der ersten Schlagwaffe und diesem Radio, dorthin zu begeben. Und nachdem wir das erste Monster, das du eben beschrieben hast, gelegt haben, fortan sind diese Monster auch auf den Straßen unterwegs. Fairerweise muss man sagen, der erste Auftritt ist sehr effektvoll gemacht, weil die Kreatur sich vom Boden erhebt und auch wirklich sehr bedrohlich wirkt. Man merkt dann aber so auf den offenen Straßen, da sind diese armlosen Kreaturen relativ harmlos. Sie haben keine große Reichweite, sie haben nicht so eine hohe Geschwindigkeit und du kannst sie relativ schnell umlaufen. Das denkt man so lange, bis dann sich so krabbelnde Monster hinzugesellen. Die sind schon ein bisschen unangenehmer und dann entwickelt man natürlich auch so einen Drang dazu, dass man gerne aus diesem offenen Stadtbereich raus möchte. Und mit dem ersten Abschnitt, den man dann erreicht, das sind die Woodside Apartments. Dafür muss man vorher einen Schlüssel finden. Dann kann man diese Apartments betreten. Da wird auch ein bisschen etabliert, wie das Spiel meiner Meinung nach aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber die Straßen der Stadt sind eigentlich nur so eine Art Verbindungsstück zwischen einigen Spielabschnitten, die ich eher als so eine Art Dungeon beschreiben würde. Also Areale, für die man dann auch wieder eigene Karten findet, die mehrere Stockwerke haben, die Räume haben, die offen sind oder auch nicht, oder die man mit Schlüsseln öffnen kann. Und irgendwann hat man so einen Dungeon gemeistert, kommt kurz wieder in die Stadt zurück und hat genügend Anhaltspunkte dafür gesammelt, zu welchem größeren, aber in sich abgeschlossenen Spielbereich man als nächstes gehen soll.
Das ist ein sehr guter Begriff vom Dungeon. Da gibt's ja dann auch gar nicht viele im Spiel. Dann müssten es 4 Stück insgesamt sein und die sind dann immer wieder unterbrochen von diesen Passagen, wo man in der Stadt unterwegs ist oder von A nach B kommt. Und diese Woodside Apartments, dieser erste Dungeon, wie du gerade gesagt hast, der ist ein ganz gutes Beispiel, um mal im Schweinsgalopp da durchzugehen und dabei exemplarisch zu erzählen, wie das Spiel so funktioniert und auch wie es sich präsentiert. Also wir betreten die Woodside Apartments und die sind ein heruntergekommener, dreistöckiger Apartmentblock aus Ziegelstein. Der ist T-förmig angelegt, also es gibt einen langen Hauptgang und davon abzweigend in der Mitte einen Stichgang und das eben auf 3 Stockwerken. Und wenn wir da innen unterwegs sind, dann stellen wir sich schnell fest, dass das versifft ist bis nah an eine Ruine heran. Die Fliesen am Boden sind zerschlagen, der Putz bröckelt von den Wänden. In manchen Gängen steht das Wasser in Pfützen auf dem Boden. Alles ist stockdunkel. In diesen Apartments, da kann eigentlich seit langem keiner mehr wohnen. Alles ist schmutzig und abgelebt. Auch also in den Wohnungen selbst liegt der Staub. Wenn überhaupt noch Möbel drinstehen, dann sind die schäbig und abgewetzt. Teilweise sind die möbliert, die Apartments teilweise leergeräumt oder sogar halb zerstört. Und die Hälfte der Türen klemmt sowieso. Da kommt James überhaupt nicht rein. Andere sind abgeschlossen. Da muss man erst einen Schlüssel finden. Und weit und breit kein Mensch. Aber James ist trotzdem nicht allein, denn in den Gängen des Apartmentblocks starken im Dunkeln die gleichen Gegner wie draußen, die sogenannten Lying Figures heißen sie, also diese entstellten Wesen, und das Funkgerät rauscht, wann immer man sich einem nähert. Und so erkunden wir also jetzt diesen Apartmentblock und gucken, in welche Räume man reinkommt. Eine Wohnung war offensichtlich eine Schneiderwerkstatt, da steht noch eine Nähmaschine auf dem Tisch und eine Schneiderpuppe steht in der Raummitte und die trägt ein frisches, hübsches Kostüm für eine Frau und James kennt das. Das sind Marys Sachen und an denen haftet eine Taschenlampe. Wenn James die an sich nimmt, dann erweckt sein Lichtschein eine am Boden liegende Figur, die aussah wie eine umgestürzte Puppe, zu Leben. Und es steht der Kampf gegen den zweiten Gegnertyp im Spiel an, ein sogenanntes Mannequin. Das ist ein bizarres Zwitterwesen aus Frauenbeinen und an der Hüfte scheint da nochmal der Unterkörper quasi nochmal draufgesetzt zu sein. Also statt einem Kopf und Armen wachsen da nochmal Beine oben raus, mit denen diese Kreatur nach uns schlägt. Im zweiten Stock des Apartmentblocks, da ist ein Gang mit einer Gittertür abgesperrt und dahinter liegt ein Schlüssel. James streckt sich danach, steckt seine Hand durch das Gitter und versucht den Schlüssel zu erreichen. Und da tritt auf einmal ein kleines Mädchen den Schlüssel weg und tritt auf James' Hand und rennt weg. Haha. Hey, wait! Damn it! Ein Stockwerk tiefer gibt's auch nochmal so eine Gitterwand. Dahinter steht rot erleuchtend und ominös, stockstill, eine Figur in einer Art Schlachterschürze, blutbeschmiert, mit einer spitzen Mischung aus Mütze und Helm auf, die aber bis zu den Schultern runtergeht. Das ist kein Kopf, kein Gesicht zu sehen. Also es gehen seltsame Sachen hier vor und James muss von Raum zu Raum und verschiedene Rätsel lösen, um die anderen Stockwerke, die anderen Trakte und neue Räume zu erreichen. An der Standuhr muss er die Zeit richtig einstellen. Er muss 3 alte Münzen finden und an einer Kommode in der richtigen Reihenfolge einsetzen. Und das ist alles ziemlich adventurig. Es ist viel hin und her gehen, Backtracking, das Inventar einsetzen, Hinweise finden, Logikaufgaben lösen. Und zwischendurch aber auch immer wieder diese Kämpfe mit den unheimlichen Kreaturen, die da rumschlurfen. Im Innenhof des Apartmentblocks, da ist ein ausgelassenes Schwimmbad. Darin starksen 3 von diesen Lion Figures um einen Kinderwagen herum und in dem liegt eine der Münzen, die wir brauchen. In der Zwischenzeit hat James eine Pistole gefunden, die erste Schusswaffe, und kann damit also die Gegner erschießen oder er kann sie mit der Holzlatte erschlagen. Aber sobald es mehrere auf einmal sind, wird das schon gar nicht mehr so leicht. Wir kommen gleich noch zum Kampfsystem und warum das nicht gut für Kämpfe gegen mehrere Gegner geeignet ist. Und vor allem hat man im Laufe dieses Weges durch diesen Apartmentblock aber 3 Begegnungen. Zum einen betreten wir eine Wohnung und entdecken in der Küche hinter einem umgestürzten Kühlschrank die Leiche eines Mannes, offenbar nach dem, was man da noch sieht, übel zugerichtet. Und aus dem Badezimmer nebenan kommen würgende Geräusche, offensichtlich übergibt sich da jemand. Und wenn man da reingeht, dann stellt man fest, dass da ein übergewichtiger junger Mann mit blauer Cappy und blau-weißem Ringelshirt und blonden Haaren über der Toilette hängt und sich, pardon, die Seele aus dem Leib kotzt. Eddie heißt er.
It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. Wir ersparen euch an dieser Stelle die Geräuschkulisse, denn das ist eine wirklich unangenehme Szene, rein auf der Tonebene. Eddie jedenfalls schwört, er habe es nicht getan, er habe niemanden getötet. Wir sind uns nicht so ganz sicher, wovon er redet, aber James scheint es auch egal zu sein. Er geht da wieder raus. In einem anderen Apartment kommt er in einen Raum mit einem Riesenspiegel, die gesamte Wand ist verspiegelt und davor liegt Angela, die junge Frau, die wir auf dem Friedhof gefunden haben, liegt auf dem Boden und spielt mit einem blutigen Küchenmesser. Offensichtlich überlegt sie, ihrem Leben ein Ende zu setzen, aber James redet ihr das aus. Sie gibt ihm dann am Ende das Messer und verschwindet. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. Auch das ist sehr seltsam. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die beiden aneinander vorbeireden, wie das schon im ersten Silent Hill häufig so war in den Gesprächen. Ja, und die dritte ganz wesentliche Begegnung ist, dass diese pyramidenköpfige Kreatur, die wir schon mal aus der Ferne gesehen haben, uns dann auch noch auf den Leib rückt. Wir begegnen ihr sogar mehrmals in dem Apartmentblock. Sie malträtiert Mannequins, also diese andere Kreaturenart, und wir treffen sie wieder in einem Treppenhaus und dort schlägt sie dann mit einem mannsgroßen Messer nach uns. Wir fliehen vor ihr, verschießen sie immer wieder so lange, bis schließlich eine Sirene ertönt und diese komische Pyramidenkreatur im Wasser des gefluteten Treppenhauses verschwindet. Das Wasser fließt danach ab und damit können wir dann diese Apartmentblocks endlich verlassen auf der Nordseite und zum Park gehen. Und hier zeigt sich also ganz exemplarisch, welche Elemente Silent Hill 2 ausmachen. Da ist auf der spielmechanischen Ebene ist hier viel Erkundung. Hier ist Rätseln und Entdecken und gelegentlich dann unterbrochen von Kämpfen, die immer wieder auftauchen, aber die nicht das Hauptaugenmerk sind, es sei denn, es kommt zu solchen Boss-Konfrontationen wie hier mit dem Pyramid Head, dem pyramidenköpfigen Gegner. Das zweite ist die Art und Weise, wie die Umgebung gestaltet ist. Es ist dunkel, es ist heruntergekommen, es ist verlassen, menschenleer, verwahrlost. Das wird sich durch das ganze Spiel ziehen. Und das dritte ist die Atmosphäre. Dieser ganze Trip, diese ja, 1-2 Stunden, wo man in diesem Apartmentblock ist. Es ist unheimlich, es ist mysteriös, aber immer wieder durchbrochen von überraschenden und, um ehrlich zu sein, einigermaßen unerklärlichen Begegnungen. Wer sind die Leute, dieser Eddie, diese Angela? Was wollen die hier? Wie kommen die hierher? Und was haben die mit James' Suche nach Mary zu tun? Also Einwohner der Stadt sind sie offensichtlich nicht. Ja, du hast das sehr treffend beschrieben, diese drei Merkmale und das, was du jetzt als letztes beschrieben hast, die Geschichte und die Atmosphäre, das sind die Stars des Spiels. Das ist interessant, das ist spannend, das ist verwirrend. Man versucht selber, sich einen Reim darauf zu machen, auf diese oft seltsamen Dialoge, so wie du das eben schon beschrieben hast, dass Angela und James offensichtlich aneinander vorbeireden. Das ist sehr irritierend geschrieben und das schafft auch Unbehagen. Während du zwei andere wesentliche Spielelemente eher noch ein bisschen neutral beschrieben hast, würde ich hier sagen, die sind mittelgut bis nicht so gut. Ich würde einmal gerne nochmal was zu den Rätseln sagen. Du hast den Vergleich aufgemacht zu einem Adventure und das finde ich tatsächlich ganz passend, weil was im Spiel auch ein bisschen ungewöhnlich ist oder vielleicht für das Genre ungewöhnlich ist, ist diese Anforderung, die das Spiel auch an räumliche Vorstellungskraft stellt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Zum Beispiel musst du überlegen, wie komme ich denn jetzt eigentlich auf die andere Seite von diesem Gitter,
wo das kleine Mädchen den Schlüssel weggetreten hat. Das kann ich mir über die Karte selber herleiten und dann versuchen, okay, so komme ich unter Umständen irgendwann zu diesem Raum hin und ich brauche diesen Schlüssel ja auch, um weiterzukommen. Es gibt ein Rätsel, wo ich was in einem bestimmten Stockwerk, es ist glaube ich eine Packung mit Säften, in einen Müllschlucker werfen muss. Dazu muss ich aber dann wissen, wo ist denn eigentlich im Erdgeschoss dann die Öffnung für diesen Müllschlucker, wo kommen diese Sachen denn raus? Weil natürlich werfe ich das ja nicht da rein, um unten das Gleiche wieder aufzusammeln, sondern das löst dann quasi eine Verstopfung in diesem Müllschlucker und unten fällt dann eine dieser von dir schon angesprochenen Münzen raus. Das sind coole Rätsel, finde ich. Ich bin immer wieder am Anfang davon irritiert gewesen, dass das Spiel auch in der deutschen Version die bei uns nicht so übliche amerikanische Bezeichnung für Stockwerke verwendet. Also dass der First Floor ja unser Erdgeschoss ist und der Second Floor dann unser erster Stock und sowas. Das muss man erstmal blicken. Das macht Spaß. Aber um da jetzt schon mal ein bisschen weiterzugehen, bevor wir dieses Fass nachher nochmal aufmachen. Ich finde, dass die Rätsel im späteren Spielverlauf zunehmend krude werden. Und das soll vielleicht auch ein bisschen darauf einzahlen, auf diese ganze Idee der Auflösung von rationalen Begründungen, von einer Verortung in der Echtwelt. Also später, ich kann jetzt mal 2, 3 Beispiele nennen. Es gibt später ein Rätsel, da muss man eine Bodenluke öffnen. Die hat aber keinen Griff. Und dann findest du in dem Spielabschnitt, der dieser Bodenluke vorausgeht, 3 Items, die auf den ersten Blick gar keinen Zusammenhang miteinander haben. Nämlich du bekommst ein Hufeisen als Lösung eines anderen Rätsels, du findest eine Wachspuppe und du findest ein Feuerzeug. Und dann musst du die Wachspuppe mit dem Feuerzeug schmelzen und dann noch kombinieren mit dem Hufeisen und dann erhältst du einen Griff für diese Bodenluke. Und an anderer Stelle muss man einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, um eine schwer gesicherte Schatztruhe öffnen zu können. Da braucht man mehrere Zahlencodes für ein Kettenschloss und noch für so ein Vorhängeschloss. Und als wir dann nach ewig langer Arbeit diese Schatztruhe öffnen, dann ist darin nur ein Büschel Haare. Und die wiederum, diese Haare, die knotet man zusammen mit einer gebogenen Nadel, die man an anderer Stelle gefunden hat. Und damit fischt man dann was aus dem Abfluss von einer Dusche. Ich mir denke, na ja, brauchte ich jetzt unbedingt dieses Büschel Haare, um da was aus der Dusche zu angeln? Also wenn überhaupt, hätte es mir umgekehrt eingeleuchtet, wenn ich mit dem Büschel Haare den Abfluss hätte stopfen sollen. Ja, da ist er in einem Krankenhaus. Gibt es da nicht irgendwo einen Faden? Ja, irgendwas. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, weil ich das wirklich so bizarr fand. Es ist relativ spät im Spiel. Man ist in einem Hotel unterwegs und man findet irgendwann in einem Safe, was schon kurios genug ist, einen Dosenöffner. Und in der Hotelküche, da steht später eine große Konservendose rum, die machst du auf und da drin sind Glühbirnen. Ja, klar. Ich denke, wieso sind in einer geschlossenen Konservendose Glühbirnen? Und mit dieser Glühbirne kannst du dann eine Lampe betreiben, die dir dann so viel Licht gibt, dass du in der Nähe davon ein Schloss aufschließen kannst, weil du das sonst nicht hättest erkennen können. Was auch so, naja, ich sehe es ja als Spieler auch, ich sehe, dass da eine Tür und ein Schloss ist. Das ist so ein typisches Videospielding von wegen, ja, die Figur kann aber gerade nicht genau erkennen, wo das Schloss an der Tür ist. Und derlei Rätsel nehmen echt zu im Spielverlauf und die fand ich einigermaßen anstrengend. Aber sie sind nichts, und hier lasse ich dir gerne den Vortritt jetzt in der Beschreibung, gegen das Kampfsystem des Spiels. Ich möchte doch vorher noch schnell bei den Rätseln anschließen, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind Beispiele für ziemlich klassische Inventarrätsel. Finde Gegenstand, teilweise sogar kombiniere Gegenstand im Inventar und nutze das, um etwas zu öffnen. Denn die Rätsel sind praktisch ausschließlich, etwas ist verschlossen und muss geöffnet werden. Und das kann mit dem Schlüssel sein, es kann mit dem Code sein, es kann mit dem Gegenstand sein, es läuft immer darauf hinaus. Und das kann aber manchmal eben auch mit einer Logikrätsel zu tun haben. Und davon gibt es auch eine, die sind fast noch das Highlight, würde ich sagen, von Silent Hill 2 auf dieser Adventure-Ebene, wie das in Silent Hill 1 auch schon der Fall war. Wir haben da zum Beispiel ja ausführlich über das Piano-Rätsel gesprochen und so in der Art gibt es auch welche im zweiten Teil. Ein Beispiel, das ich ganz schön finde, da ist man in einem Gefängnis unterwegs und unterhalb des Gefängnisses kommt man dann in ein Labyrinth und landet dort in einem Raum, wo offensichtlich Hinrichtungen stattgefunden haben. Da gibt es einen Raum, da sind 6 Galgenstricke, die von der Decke hängen, und an einem anderen Raum, eine Ecke weiter, liegen 6 Leichen, die offensichtlich gehängt wurden. Und ein Schild sagt uns, dass von diesen 6 Gehängten einer
unschuldig hingerichtet wurde und nur derjenige hilft uns weiter, wir sollen an dessen Strick ziehen. Also an welchem von diesen 6 Stricken wurde denn ein Unschuldiger gehängt? Ja, da muss man ja wohl irgendeinen Hinweis bekommen und ja, den kriegt man auch in Form von einem Rätselspruch, der einem sagt, welche von diesen 6 Leichen, die alle ein Schildchen haben, für welches Verbrechen sie hingerichtet wurden, also Brandstifter, Entführer, Dieb, Mörder und so weiter, welcher davon unschuldig ist. Und da kann man ganz gut sehen, welche Auswirkungen die Schwierigkeitsgrad-Einstellung hat für die Rätsel. Die geht ja von leicht über normal bis schwer. Und bei leicht gibt es so einen längeren Spruch, wer wegen was hingerichtet wurde. Und eine Passage daraus lautet, ich lese die deutsche Übersetzung vor, hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Das vermisste Kind war nirgends zu finden und es gab keinen Beweis für seine Schuld. Sein Tod war eine Tragödie. So, und nebenan im Raum, wo die 6 Leichen sind, einer ist identifiziert als Entführer und damit ist klar, okay, der Kindesentführer war unschuldig. Und in den höheren Schwierigkeitsgraden funktioniert das Rätsel immer noch genauso. Da ist dann eine andere Person oder ein anderes Verbrechen, das jeweils Richtige, also man kann das jetzt nicht aus dem Leichten ableiten, das Wissen und in einen schwereren Durchgang mitnehmen, aber die Rätselsprüche werden dann halt etwas kryptischer. Also auf dem schweren Modus zum Beispiel musst du dann mit dem Ausschlussverfahren raus finden, welche von den 6 Leuten zu Recht hingerichtet wurden und dann muss der 6. der Unschuldige sein und da kriegst du Hinweise wie der Mann, der Träume verkaufte, war schuldig und das ist dann der Betrüger. Ja? Also der Betrüger ist schon mal einer, der zu Recht hingerichtet wurde und so weiter. Also je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr musst du im Zweifel auch mitdenken und das sind viel so klassische Logikrätsel, wo man Dinge in eine richtige Reihenfolge bringen muss oder die richtigen Zahlen in der richtigen Reihenfolge in ein Schloss eingeben und so weiter. Ja, stimmt. Die Rätsel finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Also auch das mit den, du sprachst ja eben von den Münzen, die man finden muss. Was kommt an der Stelle ja auch schon mal, dass man diese Münzen dann passend in eine größere Anzahl an Aussparungen einsetzen muss. Und auch hier gibt es so eine kryptische Beschreibung, aus der man sich dann ableiten kann, welche dieser Münzen wohin gehört. Und dann öffnet sich da was an der Stelle, um was einzusammeln. Die Rätsel sind tatsächlich ganz gelungen. Es ist eher so dieses typische, welches Item aus dem Inventar brauche ich denn gerade? Oder im schlimmeren Fall, was muss ich mit welchem kombinieren? Das ist mir manchmal persönlich irgendwie zu ausgefallen. Ja, und damit kommen wir zum Kampfsystem. Und da muss man vorausschicken, wie bewegt man sich denn eigentlich in Silent Hill 2? Das ist zwar ein 3D-Spiel, aber kein Ego-Perspektiven-Spiel, sondern Third Person. Und obwohl wir uns da frei in der Stadt bewegen und die Kamera uns folgt, wie im ersten Teil auch schon, ist das die aus Resident Evil bekannte Panzersteuerung, die wir als Standard definiert haben, also als Voreinstellung von dem Spiel. Das heißt, unser Protagonist James, der kann entweder laufen oder sich drehen. Also du musst ihn anhalten, dann drehst du ihn zur Seite und dann läufst du weiter, beziehungsweise na, es geht schon auch im Vorwärtslaufen, dass er sich zur Seite dreht, aber es ist insgesamt eher schwerfällig. Diese Form der Steuerung, also diese etwas umständlichen Steuerung, die kommt dann logischerweise auch in den Kämpfen zum Einsatz, denn das sind Actionkämpfe, die einfach nahtlos in der Spielwelt stattfinden, entweder als Nahkampf, also na, dann hast du eine Latte oder ein Stahlrohr später oder sogar ein riesiges Schwert kann man finden. Und haust damit auf die Gegner ein. Oder es gibt auch 3 Schusswaffen, Pistole, Schrotflinte und Gewehr und damit schießt man aus der Entfernung. Im ersten Spiel waren diese Kämpfe noch ganz schön anstrengend. Du hast wenig gesehen, die Sichtweite sehr gering, die Kamera wahnsinnig zickig. Man muss sagen, dass sie das im zweiten Spiel deutlich besser hinbekommen haben. Es gibt schon immer noch Situationen, wo du die Gegner nicht gut siehst. In engen Gängen zum Beispiel. Das Krankenhaus ist ein Beispiel, gibt lange Gänge, in denen halt ständig links und rechts irgendwelche Türen in Behandlungs- oder Patientenzimmer führen. Und wenn du aus denen wieder rauskommst, dann stehst du aus diesem Gang, die Kamera ist erstmal so über James und irgendwo seitlich von dir hörst du schon am Rauschen des Radios und am Geräusch der Gegner. Da ist eine von diesen Bubblehead Nurses, die da in dem Krankenhaus unterwegs sind, von den Silent Hill typischen Krankenschwestern. Und bis du die Kamera erstmal so justiert hast, zu gucken, aus welcher Richtung kommt die denn, ist die meistens schon da und hat dir ihr Rohr in die Fresse gehauen. Dann ist es super nervig. Aber wenn du die Gegner mal anvisiert hast, dann gehen die Kämpfe eigentlich ganz gut von der Hand. Dann ist das im Nahkampf im Endeffekt nur eine Timing-Sache. Also abzuschätzen,
wann wird der Gegner mich angreifen, dann vielleicht kurz mit einem Sidestep oder einem Schritt zurück auszuweichen. Und sobald du mal den ersten Schlag platziert hast, ist keine weitere Aktion notwendig, außer so lange einzuprügeln auf diese arme Kreatur, bis die am Boden liegt. Die Gegner können sich dann nicht mehr wehren. Und mit dem Schießen ist es noch einfacher. Du zielst mit einer Taste auf den Gegner, dann fixiert James die automatisch und dann ballerst du halt so viele Schüsse rein, bis das Ding am Boden liegt. Und wie auch im ersten Silent Hill sind Gegner aber damit noch nicht tot, sondern die können auch wieder aufstehen. Deswegen muss man schnell noch den Schritt zu ihnen heran machen und sie mit einem Fußtritt töten. Also James muss auf Tuchfühlung mit den Kreaturen und muss sie tatsächlich tottreten. Genau, das wirkt ein bisschen schwach irgendwie. Ich war da immer irritiert, weil dieser Tritt nicht sonderlich intensiv aussieht, den er macht. Und wie du das schon gesagt hast, diese Kämpfe sind nicht schwierig zu durchschauen. Es gibt nicht wahnsinnig viele Gegnertypen, also eher sogar sehr wenige. Und wenn du einmal deren Angriffsmuster verstanden hast, dann ist es in der Regel kein Problem, an die nah ranzukommen, dann 2, 3, 4 Mal da drauf zu hauen und dann bist du ja eh schon im Nahkampf, dann machst du noch einmal diesen Tritt und dann ist der Gegner erledigt. Das ist schon okay. Bei den Schusswaffen, wie du schon sagtest, ist es im Grunde einfach. Man ist hier auch in der Regel ein bisschen weiter weg. Es hat so eine kurze Verzögerung, wenn du die Waffe in den Anschlag bringst. Je nachdem, wie groß oder wie schwer diese Waffe ist, dauert es dann ein bisschen, bis James die quasi einmal hochgehoben und ausgerichtet hat. Aber dann trifft man da auch, wenn man schießt. Ich finde, dass die Panzersteuerung, ich weiß, dass die oft ein bisschen verpönt ist, aber die ist hier eigentlich als Standardoption die richtige Wahl, weil es eben einfacher ist, dann bei Perspektivwechseln die Laufrichtung beizubehalten. Und das müsste man vielleicht nochmal sagen. Du hast eben kurz erwähnt, dass es oft so ist, dass wir in einem neuen Gang in den Innenarealen dann oft so die Kamera vor James haben, dass wir ihn frontal anschauen. Und das ist natürlich genau das, was du als Spieler nicht möchtest. Dann drückt man immer eine Schultertaste. Weil manchmal funktioniert das, dass die Kamera dann hinter ihn schwenkt. Du kannst sie ohnehin nicht frei drehen, aber du kannst sie, wenn das Spiel das gerade erlaubt, hinter ihn setzen und dann ist das Problem gelöst. Oft funktioniert das aber auch nicht, sondern die Kamera bleibt dann vor ihm, damit du eben nicht alles sehen kannst und das Spiel ein bisschen anspruchsvoller wird in dem Moment. Ich finde das alles gar nicht so schlimm, dass man die Gegner lernen kann, dass man irgendwann weiß, wie man die besiegt. Das ist bei vielen Spielen so. Was ich eher ein bisschen schade finde, ist, dass ich schnell gemerkt habe, dass es eigentlich nicht nötig ist. Also es bringt mir so gar keinen Vorteil, diese Gegner zu besiegen. Also ich kann irgendwann mal sagen, ja, da in dem Flur ist jetzt kein Gegner mehr, da muss ich vielleicht noch dreimal durch, dann habe ich da jetzt halt Ruhe. Aber selbst in Innenarealen, wenn du weißt, wie schnell die Gegner sich drehen, wie schnell die ihre Attacken machen, du läufst halt einfach vorbei. Und das machst du halt ganz oft. Und du kannst die Gegner töten, das bringt dir keine Erfahrung, keine Progression im Hinblick auf irgendwelche Fähigkeiten, die du hast. Die droppen keine Munition, die droppen keine Items, die dich heilen würden. Es hat einfach gar keinen Wert für dich als Spielender, diese Gegner zu töten. Und dann machst du es irgendwann einfach auch nicht mehr. Also so wie das dann immer ist, du bist ja ein bisschen dazu erzogen, im Survival Horror zu sagen, ah, ich muss die Ressourcen alle hüten. Du benutzt die Pistole am Anfang nicht, bis du halt in den ersten Bosskampf gezwungen wirst. Und genauso verhält es sich auch damit, wenn du später die Shotgun findest und dann noch das Gewehr. Die benutzt du auch selten, weil du denkst, ah, irgendwann kommt dann doch nochmal ein Bosskampf und dann ist es auch so, dann brauchst du die. Aber dazwischen, du schlägst mal, wenn du es musst, weil du irgendwo total blöd dich in der Ecke verhakt hast in einem schmalen Gang. Und ansonsten sind diese Gegner einfach wie so Pylonen im Straßenverkehr. Du läufst da einfach drum rum, du nimmst die nicht mehr wirklich ernst. Die verlieren dann leider auch so ein bisschen ihre Bedrohung. Und das Spiel ist, ich meine es gar nicht so negativ, wie es jetzt klingt, das Spiel ist sehr gut darin, eine dichte Atmosphäre zu schaffen und dir Angst zu machen durch Dinge, die du nicht verstehst, durch Dinge, die negative Geräusche sind, die komische Soundkulissen sind oder komische Musiken, die mal angerissen werden. Das macht es alles gut. Aber diese Gegner lösen das Versprechen dann gar nicht ein, dass es für dich hier irgendwie gefährlich sein könnte. Weil wenn du dann weißt, wie es geht, die sind halt da, aber du läufst halt einfach drumrum. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade und das entwertet sehr diesen Aspekt des Kämpfens. Denn um diesen Gedanken noch anzuhängen, du hast eben schon mal kurz die Konfrontation mit Pyramid Head beschrieben. Das hast du noch sehr wohlwollend gemacht, weil zum einen ist sie Schablone dafür, wie fast alle Bosskämpfe funktionieren und zum anderen ist sie nicht sonderlich spannend.
Du hast gesagt, er kann einen schlagen mit seinen großen Waffen. Das richtet sehr, sehr viel Schaden an. Und was du machst ist, du schießt ein, zweimal auf ihn. Dann versuchst du wieder maximalen Abstand in dem Raum zu ihm zu bringen. Dann bleibst du stehen. Du schießt. Er ist nicht schnell. Er springt nicht. Er macht keine Bewegungen, die du schlecht antizipieren kannst. Es ist einfach nur ein Abarbeiten im Sinne von, ich muss da 30 Mal mit der Pistole drauf schießen. Und dann ist diese Stelle gelöst. Aber da ist wenig Anspruch dahinter. Ja, also ich stimme dir in fast allem zu. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu zu unserer ersten Silent Hill-Folge. Da hatten wir, glaube ich, genau die gleiche Meinungsverschiedenheit auch schon, dass das Erledigen der Gegner zwar keinen offensichtlichen Wert hat, im Sinne von einer Belohnung dafür zu bekommen, aber es hat den inhärenten Wert, dass du Gegnern freiräumen kannst, weil die Gegner nicht respawnen. Ich stimme dir vollkommen zu, dass außen auf den Straßen, da läuft man an denen einfach nur vorbei. Aber in den Dungeons, wie du das so schön sagtest, da wo du weißt, okay, hier ist ein Rätsel zu lösen, hier muss ich zigmal hin und her laufen. In diesem Apartmentblock läuft man hier durch jeden Gang 4, 5, 6 Mal von einem Punkt zum anderen. Da ist schon ganz gut, wenn da keiner mehr rumstarkt und mir irgendwelche Säure ins Gesicht schießen möchte. Also da räume ich sie dann doch ganz gerne ab, die Gegner. Aber wie du zu Recht sagtest, die große Herausforderung ist das nicht. Allenfalls noch, wenn du das erste Mal einen neuen Gegnertyp oder einen Boss triffst, halt vorauszufinden, was überhaupt hier zu tun ist, weil ein Element des Survival Horrors hat Silent Hill in der Hinsicht schon. James ist vergleichsweise verwundbar. Also gerade bei den Bossgegnern reichten schon ein paar Treffer und dann ist er hin. Und wir haben hier ein Spiel, in dem es kein freies Speichern gibt. Das heißt, die inhärente Gefahr ist schon immer, wenn ich jetzt hier kaputt gehe, dann muss ich zum letzten Speicherstand zurück und das Ganze nochmal spielen. Und das kann teilweise natürlich schon ein bisschen Weg sein. Das Spiel setzt seine Speicherpunkte ganz fair. Man hat also nie große Probleme, dass man nochmal größere Sachen nachspielen müsste. Aber manchmal halt schon. Gegnertypen gibt es so wenige, dass man sie schnell auswendig lernen kann, wie du sagtest. Und das ist eines von diesen zentralen Merkmalen von Survival Horror, nämlich eine gewisse Unterlegenheit, ein Ausgeliefertsein, ein Haushalten müssen mit den Ressourcen. Das hat Silent Hill 2 nicht, das hatte auch der erste Teil nicht. Also du musst gar nicht haushalten mit deiner Munition. Ich verstehe, was du sagst und mir ging es genauso. Ich habe selbstverständlich die Munition aufgespart und die Pistole nur dann rausgezogen, wenn es gar nicht mehr anders ging. Beim ersten Durchspielen, beim zweiten Durchspielen habe ich jeden sofort umgeballert, sofort er mir vor die Flinte gelaufen ist, weil ich wusste, ich krieg schon genügend Munition dafür. Was aber noch viel augenfälliger ist, finde ich, ist, du kannst dir den Schwierigkeitsgrad hochdrehen in den Kämpfen und die Action auf hart stellen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass viel mehr Gegner im Spiel sind. Und jetzt können es auch passieren, dass die Gegner in Gruppen auftreten. Und dann werden sie viel schwieriger auf einmal, weil du kannst dich immer nur auf einen konzentrieren und das Kampfsystem ist ein recht langsames. Während du also auf einen Gegner einhackst oder schießt, kann es sein, dass ein anderer gerade dich bekämpft und dann wird dein Angriff wieder abgebrochen. Also es ist keine gute Idee, gegen mehrere auf einmal zu kämpfen. Das passiert aber im höheren Schwierigkeitsgrad häufiger. Die sind schneller, die Gegner. Sie halten mehr aus und sie stehen auch schneller wieder auf. Also das Kämpfen wird dann anspruchsvoller. Natürlich brauchst du auch mehr Munition, weil sie mehr aushalten, dann ist auch die wieder ein bisschen knapper. Es wird alles schwieriger. Und es macht, das würde ich jetzt so pauschal vorhalten, damit noch viel weniger Spaß. Also das Augenfällige ist, das Kampfsystem macht sowieso schon keinen Spaß. Also egal, in welchem Modus man spielt. Und je mehr es in den Vordergrund tritt, desto weniger Spaß macht es. Weil die Herausforderung entsteht auch nicht aus dem eigentlichen Kampf, sondern eigentlich fast immer aus der Begrenztheit des Raumes. Ja, und aus dem, was sich daraus ergibt, dass die Kameraperspektive doof ist, dass ich nicht sehe genau, wo der Gegner ist und wo ich hinschieße. In den Bosskämpfen, die Bosskämpfe sind trivial. Sie sind nur dadurch nervig, dass die in recht engen Räumen stattfinden und du die ganze Zeit nur am Hin- und Herrennen bist. Und wofür diese ansonsten okaye Steuerung von Silent Hill echt nicht geeignet ist, ist schnell irgendwo hin und her zu rennen und enge Kurven zu schlagen. Und genau das möchte das Spiel dann aber von mir in diesen Situationen. Und sorry, Spiel, aber dafür bist du halt einfach nicht gut genug. Was? Warum zwingst du mir dann das auf? Das ist wirklich unbefriedigend. Das wäre jetzt auch unbefriedigend für unsere Einschätzung des Spiels, wenn wir an der Stelle jetzt fertig wären, weil dann wären unsere Emotionen zu dem Spiel relativ negativ. Und ich hatte auch so ein bisschen an der Stelle, in der wir im Spiel jetzt sind, kurz den Gedanken von wegen, irgendwie
Hattest du das cooler in Erinnerung? Ich habe das auch mal gespielt vor gar nicht allzu langer Zeit, da aber auch mit jemand anderem zusammen, und das habe ich dann irgendwie anders erlebt, und jetzt habe ich das mehr so auch im Hinblick auf seine einzelnen Bestandteile angeschaut und habe gedacht, ah, der Auftakt ist so super cool, wie man aus der Toilette kommt, der Brief, die Stimmung, die da aufgebaut wird, und der erste Dungeon-Abschnitt offenbart dann viele Sachen, die nicht so gut sind am Spiel, aber dann passiert ja zum Glück im Spiel was relativ Cooles, was einen dann erstmal wieder vergessen lässt, dass man gerade nicht so super viel Spaß hatte. Und das ist auch relativ nah zu dem Bosskampf gegen Pyramid Head, mit dem du eben geendet hast. Dann erreichen wir ja den Park der Stadt, den Rosewater Park. Und da denken wir, dass wir Mary wieder treffen würden. Mary? Das ist sie aber dann nicht, sondern es ist eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht. Gesicht und Stimme sind ganz nah dran an der angeblich verstorbenen Frau von James. Nur die Kleidung und die Frisur, die passen nicht so recht dazu. Diese Frau wirkt viel offener. Sie begegnet auch James sehr freundlich und sie stellt sich dann vor als Maria, also als eine Abwandlung der Mary quasi, zumindest im Namen schon mal. Und sie flirtet mit James, sie führt seine Hand sogar direkt so an ihren Körper, damit er merkt, dass sie warm und kein Geist ist, weil er wirklich sehr irritiert ist, dass er da eine Frau trifft, die seiner verstorbenen Frau so ähnlich sieht. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Und dann fragt er sich, naja, wo kann Mary denn dann sein? Und dann fällt ihm noch ein anderer Special Place ein, den die beiden in Silent Hill hatten, nämlich das Lakeview Hotel. Und dann verändert sich das Spiel hier insofern, als dass es dann so ein bisschen die Idee der Escort-Mission für sich entdeckt, weil Maria uns jetzt quasi innerhalb, ja, der, oh Gott, hast du jetzt gesagt, aber ja, das ist auch was, wo normalerweise gleich alle Alarmglocken schrillen. Jetzt kommt Maria mit uns mit und wir müssen dafür sorgen, dass auch sie keinen Schaden nimmt auf dem Weg durch die Stadt. Ja, zum Glück nur für eine Weile. Ja, das ist, also im normalen Schwierigkeitsgrad zumindest, ist das auch nicht schwierig. Die Maria ist zwar nicht schlau und die lockelt uns so nach, die läuft nicht weg und die greift nicht mit an, aber man kann, weil die Gegner es vergleichsweise langsam sind und sich auf James fokussieren in der Regel, kann man sie eigentlich ganz gut beschützen. Ich hatte da jetzt kein Problem damit. Maria stirbt trotzdem mehrmals. Und das ist eines von den Dingen, wo die Erzählung des Spiels im Laufe der Geschichte immer bizarrer und absonderlicher wird. Diese Begegnung mit einer Frau, die James so stark erinnert an seine verstorbene Frau, die aber vorgibt, eine andere zu sein, ist ja schon sehr komisch. Daraus ergeben sich dann noch weitere Situationen, wo das immer bizarrer wird, wo das Spiel mit der Identität, wer ist die eigentlich, diese Frau, und wer sind eigentlich die anderen Leute, die hier in dieser Stadt unterwegs sind, wo das immer weiter vorangetrieben wird. Es gibt zwei ganz zentrale Szenen in dieser Maria-Erzählung. Das eine ist das erste Zusammentreffen, das du gerade beschrieben hast. Es gibt eine Schlüsselszene später im Spiel, wo man Maria wieder trifft, nachdem sie vorher von Pyramid Head getötet wurde, mit einem Speer aufgespießt. Ja, davon ist James sehr traumatisiert, logischerweise. Und dann vergehen ein paar Spielstunden und dann trifft er sie in diesem Labyrinth unter dem Gefängnis auf einmal wieder. Und sie sitzt quicklebendig in einer Art Zelle hinter Gitter auf einem Sessel. Sieht nicht wirklich wie eine Zelle aus. Da ist auch eine Tür im Hintergrund, durch die man offensichtlich einfach rein und rausgehen könnte. Aber es ist ja einfach ein Gitter zwischen ihm und ihr. Und da entspinnt sich dann der zweite Dialog. Da hören wir mal kurz rein. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that?
Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Also es geht auch hier um die Frage der Identität und des Wahren, des Scheinens und des Seins. Und das drückt sich aus in diesen Fragen. Bist du nicht Maria? Doch, ich bin es, wenn du möchtest, dass ich es bin. Und auch hier wieder, sie nimmt seine Hand, führt seine Hand auf ihre Wange. See, I'm real, sagt sie. Siehst du, ich bin real, möchtest du mich nicht berühren? Und auch hier zeigt sie sich wieder als Verführerin. Sie lädt James dazu ein, sie zu finden. Come and get me. I can't do anything through these bars, sagt sie, was eine sexuelle Konnotation hat. Aber sie ist halt auf der anderen Seite dieses Gitters und aus ihrer Perspektive ist aber James auf der anderen Seite des Gitters. Also man weiß nicht genau, wer ist denn jetzt eigentlich hier der oder die Eingesperrte und wer genau ist diese Maria und was für eine Beziehung hat sie zu Mary, denn sie sagt auch in dieser Gitterszene Dinge, die eigentlich nur Mary wissen kann. Genau, es ist spezifisch ein Element, was sie da erwähnt, es geht dann um ein Video, dass die beiden aufgenommen hätten, gemeinsam, als sie im Hotel waren von Silent Hill. Und das ist eine Begebenheit, die sich zugetragen hat mit Mary. Das hat mit Maria gar nichts zu tun. Und zum einen stellt man sich die Frage, wieso steht diese Frau wieder von den Toten auf? Und das ist dann auch relativ schnell eine Selbstverständlichkeit für sie vor allem. Also sie sagt auch, sie erinnert sich gar nicht daran, dass ihr was zugestoßen sei vorher, als sie Pyramid Head getroffen hätten. Und das lässt natürlich ganz vieles in diesem Moment in Frage stellen. Also man überlegt dann, naja, ist sie real in der Form, wie sie da ist? Weil es kann sie ja nicht sein, wenn sie dann auch noch Wissen hat, was nur Mary haben kann. Ist aber vielleicht auch Pyramid Head nicht real? Hat er die vielleicht gar nicht verfolgt in diesem Gang, wo sie dann erstochen wird und James schafft es gerade noch in den Fahrstuhl? Das ist eine sehr fast filmhafte Szene in dieser Art und Weise, wie sie durch so einen langen Tunnel laufen und da am Ende ist so ein Fahrstuhl und er schafft es gerade noch rein und sie wird dann erstochen. Naja, und wenig später im Spiel taucht sie wieder auf. Und hier ist dann auch eine ganz große Auflösung der Realität zu beobachten, dass man gar nicht mehr bewerten kann, was ist jetzt hier wie, was ist echt, was ist Vorstellung. Und genauso geht es natürlich auch James, der auch wieder, muss man aber sagen, einigermaßen apathisch damit umgeht. Also er ist immer dann geschockt, wenn eine Tötung von Maria eintritt. Dann ist das ein sehr schlimmer Moment für ihn, vermeintlich, weil er sich dann wieder an den Tod seiner eigenen Frau erinnert fühlt. Aber ansonsten nimmt er das auch relativ gelassen hin, so wie man auch über ihn, also man erfährt gar nichts anderes über ihn im Spiel. Er ist immer nur definiert durch diesen, ich will Mary finden, Gedanken, aber sonst bleibt er auch seltsam fern für den Spieler. Und ich finde, man kann sich auch mit ihm als Figur schlecht identifizieren und das auch zunehmend schlecht. Ja. Also das Verhalten in den Treffen mit Maria ist schon seltsam, weil er offensichtlich auch nicht genau weiß, wie soll er sich da eigentlich verhalten. Und das betrifft aber ja die Situation, in denen er auf die anderen Figuren trifft, ganz genauso. Also auf Eddie zum Beispiel, den du vorhin schon mal erwähnt hast, auf das kleine Mädchen, das Laura heißt, auch sie taucht im Spiel nochmal auf, genauso wie wir Angela auch nochmal wieder treffen werden. Und da benimmt sich James halt zunehmend. Er ist reizbar, er ist auch nicht sehr interessiert unbedingt an den Schicksalen der anderen, sondern es geht ihm immer nur um seine Mary-Agenda. Dadurch entfernt man sich zunehmend auch von ihm als eine Heldenfigur, die er eigentlich von Anfang an aber auch gar nicht war. Ja genau, er ist nicht unbedingt das, was man einen sympathischen Protagonisten nennen würde. Und trotzdem ist das ganze Mysterium, das sich um ihn und seine Frau Mary und diese Stadt Silent Hill und was hier passiert rankt, so stark, dass es die zentrale Faszination von Silent Hill 2 ausmacht. Und ich würde sogar sagen, dass das, was wir vorher als Kritik über die Spielmechanik geäußert haben, dass es das ins Gegenteil verkehrt in gewisser Weise. Denn um das nochmal klipp und klar zu sagen, aus meiner Perspektive ist Silent Hill 2 spielmechanisch bestenfalls ein mittelmäßiges Spiel. Und wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel diese Geschichte in dem Apartmentblock bei Tageslicht stattfinden würde, dann würden wir sagen, das ist ganz schön scheiße. Das ist lauter Hin- und Hergerenne, Backtracking, Hotspot-Hunting, Rätsel sind nur so mittelmäßig und die Kämpfe sind anstrengend. Aber
dadurch, dass das Ganze eingebettet ist in dieses Mysterium und das Mysterium so stark ist, überschreibt das alles. Es ist völlig okay, diese ganze Spielmechanik mitzunehmen, um Fortschritt in der Erzählung zu haben, weil man reingesogen wird in die Atmosphäre der Unheimlichkeit und der Seltsamkeit dieser Welt. Alles ist hier komisch und ich möchte gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ich möchte zustreben auf einen Erkenntnisgewinn. Ich will wissen, was machen diese seltsamen Figuren da? Was macht Eddie? Was macht Angela? Was hat es mit Laura auf sich? Was ist mit Mary passiert? Warum ist James so apathisch in dieser Stadt? Und warum ist Silent Hill so leer? Und das Spiel füttert einen in wunderbarer Kadenz immer wieder mit neuen Dingen an. Durch den Verlauf durch das Spiel, wo man da, wie gesagt, dieser Brotkrumenspur folgt, tauchen hier ständig wieder so kleine Cutscenes auf, teilweise in Spielgrafik, teilweise gerenderte Cutscenes, und immer wieder auf unserem Weg, der uns ja auch an seltsamste Orte führt, treffen wir die gleichen Leute wieder. Die sind halt auf einmal da, dann ist plötzlich wieder Eddie da, ist dann plötzlich wieder Angela da, und es trägt alles bei zu diesem unbehaglichen Gefühl, dass, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist wie eine Twilight Zone, in die wir hier gekommen sind. Da gibt's einen Hinweis, da gibt's einen Brief, da gibt's ein komisches Bild und da gibt es eine neue Entdeckung und alles führt uns näher ran an dieses Geheimnis. Was ist los mit Mary? Was ist da vorgefallen? Was ist passiert? Und warum ist James hier in dieser Stadt? Wobei man differenzieren muss, finde ich, bei den anderen Charakteren, die es gibt im Spiel, inwiefern sie mit James' Geschichte verknüpft sind oder inwiefern sie auch ihre eigenen Martyrien hier nochmal schildern oder durchleben oder zu einem Abschluss bringen müssen, weil ich finde, da gibt es durchaus schon Abstufungen. Also Maria ist natürlich zentral verknüpft mit der ganzen Suche nach Mary. Dann haben wir Laura, das kleine Mädchen, das immer wieder auftaucht. Sie wird als sehr unsympathisch etabliert gegenüber James, weil sie da diesen Schlüssel wegtritt und später auch noch Dinge macht, die eher zu seinen Ungunsten sind. Aber volle Kanne. Er tritt aber auch wirklich nicht freundlich ihr gegenüber auf. Also je häufiger er sie trifft, er ist dann sehr ungehalten, ungeduldig irgendwann. Er hat da nicht so das Gespür dafür, wie man mit einem Kind umgeht. Und sie ist auch mit der Geschichte um Mary verknüpft insofern, als dass sich irgendwann rausstellt, Mary wollte sie eigentlich adoptieren, bevor sie gestorben ist, was dann nicht mehr stattgefunden hat. Und ich finde, Eddie und Angela, die muss man ein bisschen für sich betrachten. Das ganze Angela-Thema ist einigermaßen komplex, da könnte man sich sehr lange auch bei aufhalten. Bei ihr ist es im Grunde genommen so, dass sie ein Missbrauchsopfer ist, dass sie von Vater und Bruder missbraucht wurde und die getötet hat. Und auch die Mutter hat das wohl eher so hingenommen und sie hat dadurch einfach ein dauerhaftes Trauma erlitten, was man später auch nochmal sieht. Es gibt dann einen Bosskampf, in dem sie in einem kleinen Raum sitzt in der Ecke und da drinne ist ein, er nennt sich Doorman, dieser Boss, und der ganze Kampf wird auch eingeführt, dass man vorher Angela rufen hört aus dem Gang, wo man daneben ist. Nein, Papa, bitte nicht. Dann kommt man da rein und dann ist das so ein Monster. Es ist mit einem Bettgestell verschmolzen und der Kampf ist quasi wieder wie gegen Pyramid Head, dass man immer hin und her läuft mit der Schrotflinte mal ein bisschen reinballert und dann ist der tot. Und das ist ja einfach ganz klar, dass das Monster repräsentiert hier den Vater. Und auch danach, als dieser Kampf eigentlich vorbei ist, geht es wieder in eine Zwischensequenz und dann tritt sie da wirklich nochmal wütend in dieses sterbende Monster hinein und wirft dann einen Fernseher darauf, der in dem Raum auch noch steht. Also da wird nochmal eine ganz eigene Geschichte erzählt, die nicht zwangsläufig mit James verknüpft ist, meiner Meinung nach. Und bei Eddie ist es so, dass sich immer weiter verschärft, was zunächst nur so Andeutungen sind, von wegen in seiner Nähe sind irgendwie Leichen und wenn man zu ihm kommt, geht es ihm gerade schlecht und er fühlt sich dann immer unter so einem Rechtfertigungsdruck, doch zu sagen, ah, mit den Leichen habe ich nichts zu tun. Aber er ist auch traumatisiert durch Mobbing, das er erfahren hat in früheren Lebensjahren, was ihn irgendwann dazu gebracht hat, dass er angefangen hat, zuerst einen Hund und dann auch Menschen umzubringen. Und das Ganze gipfelt dann unvermeidlich auch in einer Konfrontation mit James, den er dann auch als seinen Feind betrachtet. Und dann ist das so ein auch wieder reichlich seltsamer Kampf mit Schusswaffen, der hier auf relativ kurze Distanz ausgetragen wird mit ihm. Ja, also wir sehen schon, hier werden mehrere Geschichten erzählt, die, würde ich auch sagen, nicht zwangsläufig mit der Hauptgeschichte verknüpft sind. Da stellt sich natürlich dann die Frage, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, warum sind die dann eigentlich im Spiel?
Und hier werden auch wieder schwerere Themen verhandelt, ähnlich wie im ersten Teil. Vielleicht nicht ganz so abgründig, wie die Alessa-Geschichte im ersten Teil war, aber das Spiel scheut sich zumindest nicht, auch solche Themen in seine Erzählung mit reinzunehmen. Und wir finden ja dann auch heraus, um da an der Stelle kurz vorzugreifen, dass jeder, der in der Stadt unterwegs ist, vielleicht mit Ausnahme von Laura, dem kleinen Mädchen, eine Schuld mit sich trägt aus der Vergangenheit. Und so also auch James. Auch James ist hier zwar in der vermeintlichen Suche nach Mary reingekommen, eigentlich trägt aber auch er eine Schuld in diese nebulöse Stadt Silent Hill. Und seine Schuld ist, dass Mary nicht an einer Krankheit gestorben ist, sondern dass er sie getötet hat, euthanisiert hat im Endeffekt. Also Mary wäre gestorben an ihrer Krankheit. Aber bevor es soweit war, hat er ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Und das ist etwas, worauf wir natürlich, da sind wir schon ziemlich am Ende des Spiels, das ist ein Twist oder eine Erkenntnis, auf die das Spiel hinarbeitet. Aber das Spannende also ist, wie gesagt, nicht nur, was das Spiel erzählt, sondern vor allen Dingen auch, wie es das erzählt. Wir sind hier nominell in einem Horrorspiel unterwegs und ganz ähnlich wie auch schon im ersten Silent Hill haben wir in Silent Hill 2 diese ganz interessante Konstellation, finde ich, dass das Spiel einerseits ziemlich drastisch ist in seiner Darstellung von vor allen Dingen Körperhorror, also von geschundenen Körpern, von Leichen, von gequälten Menschen, von Blut und solchen Dingen. Also da ist es sehr explizit. Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, es ist eigentlich kein gruseliges Spiel. Also es ist kein Spiel, bei dem man zwangsläufig Angst hat. Es gibt keine Jumpscares im Spiel und das funktioniert horrormäßig eher auf einer subtileren, auf einer psychologischeren Ebene. Auch das schon was im ersten Teil angelegt war, was aber hier noch viel stärker hervorkommt. Also wir haben, wie gesagt, diesen Körperhorror, der jetzt hier auch noch mit einer Prise Ekel gewürzt wird bei Silent Hill 2. Nochmal an diese Kotzszene von Eddie erinnert, die wirklich sehr unangenehm ist. Wir haben auch eine Soundkulisse, die auch hier schon wie im ersten Teil nicht mit Musik arbeitet, sondern mit Geräuschen, mit mechanischen, technischen Lauten, mit Stampfen, Pfeifen, Quietschen, Brummen. Hier gibt's keine Naturgeräusche, wie wir generell in einer Welt unterwegs sind, die nicht viel Natürliches hat. Die dominiert ist von Beton, Stahl, Blech, Gittern, Rohren und so weiter. Und diese Geräuschkulisse, die immer so punktuell auftritt und dazwischen ist auch häufig einfach nur Stille, wo nur die Spielgeräusche wirken, die Schritte, die in Gängen hallen und die Umgebungsgeräusche, das ist schon sehr effektiv. Wir können hier mal eine kurze Collage anhören von diesen Geräuschen. Ja, und das andere Element, das aber auch noch zu dem Unbehagen beiträgt, ist diese zunehmende Bizarrheit der Geschehnisse, ja die Unmöglichkeit von dem, was stattfindet. Also das geht von kleinen Sachen wie, dass James im Spielverlauf Dokumente findet, die an ihn adressiert sind, ihn mit Namen ansprechen, da sind Nachrichten an Wände gesprüht, die sich an ihn richten, steht dann sowas wie, wenn du Mary wiedersehen willst, solltest du einfach sterben. Dankeschön, das ist ein sehr guter Rat. Aber das geht auch in die Unmöglichkeit von räumlichen Zusammenhängen. Also ungefähr in der Mitte des Spiels kommt man in die Historical Society und da kommt eine ganze Passage über das Gefängnis und das anschließende Labyrinth, wo James immer tiefer und tiefer nach unten geht. Er springt in Brunnen hinein, er springt in Löcher hinein, die endlos zu sein scheinen. Man sieht da keinen Boden, er zaudert ganz kurz und dann lässt er sich einfach in die Tiefe fallen. Wieder und wieder. Auf einmal ist ein Korridor verdreht und er springt in einen Schacht, der aber eigentlich ein Flur ist. Und dann landet er im Speisesaal des Gefängnisses. Man versteht die ganzen Zusammenhänge nicht mehr. Was passiert denn jetzt hier auf einmal? Ist die Welt in sich gedreht? Hat er sich teleportiert? Also es wird auch auf dieser Ebene immer verworrener. Das stimmt, ich habe das eben einfach ausgelassen. Rund um den Bosskampf mit Eddie passiert ja vorher auch noch was reichlich Unangenehmes. Man ist da unterirdisch unterwegs und dann findet man da sowas wie eine Art Friedhof.
zusätzlich zu dem Friedhof, den man am Anfang des Spiels gefunden hat. Und die sind halt Gräber, die sich auf die einzelnen Figuren des Spiels beziehen. Und da ist auch ein Grab für James, was offen ist. Und da springt man dann rein und dahinter setzt sich der Weg fort. Also auch das ist ein sehr unangenehmes Motiv, dass man mit dem eigenen Tod und dem eigenen Grab konfrontiert wird. Und da muss man sich dann reinstürzen, weil nur dahinter geht es weiter. Und so wie du das eben schon sagtest, diese Auflösung räumlicher Zusammenhänge, auch am Ende im Hotel, was der letzte Schauplatz des Spiels ist, das verändert sich dann auch im Verlauf der Geschehnisse nochmal. Also genau dann, wenn man übrigens über dieses Videotape, was ich vorhin angesprochen habe, was Maria erwähnt, darüber erfährt man, dass James Mary mit dem Kissen erstickt hat. Und danach ist das Hotel nochmal in seine noch düstere Version verschoben und dann sind die Türen zum Teil so Warp-Türen. Das, was auf der Karte steht, hat dann eigentlich keine Bedeutung mehr, weil du dann in irgendeinen Raum im Westflügel reingehst und kommst aber an ganz anderer Stelle wieder raus. Was nicht so was ist, was ich gerne mag in Spielen, wenn solche Sachen so unzuverlässig werden dann. Aber das ist genau das, was das Spiel natürlich dann auch bezwecken will. Du hast das Wort Unbehagen schon mal erwähnt. Das ist das, worum es dem Spiel geht. Es geht ja gar nicht so sehr darum, das Unheimlichste zu sein, auch nicht das Blutigste, finde ich. Also da gibt es andere Spiele auch zur Zeit damals schon, die da deutlich expliziter zu Werke gehen. Es geht wirklich eher um das Verwirrende, es geht um Unbehagen, es geht darum, die vielen ernsthaften Themen, die in dem Spiel verhandelt werden, sowas wie Schuld, wie Depressionen, wie Missbrauch, die sollen dir spürbar gemacht werden, indem das Spiel einfach auch sich nicht so positiv anfühlt. Und ich würde hier einmal gerne noch kurz einen Schritt weitergehen und mit dir über eine Sache sprechen. Es gibt da eine Theorie, die besonders unter glühenden Verehrern des Spiels sehr verbreitet ist. Die hätten uns beide, Christian, nämlich schon direkt platt gemacht dafür, dass wir gesagt haben, die Rätsel sind vielleicht nicht alle so toll und das Kämpfen ist gerade gar besonders schlecht im Spiel, um es jetzt überspitzt zu sagen. Die sagen, das sei Teil des Konzepts. Weil wenn du in einem Spiel ernsthaft unangenehme, belastende Themen behandeln willst, dann darf das Spiel dir als Spielendem keine positive Rückmeldung geben oder es darf keine Prozesse geben, wo du sagst, cool, da ist jetzt wieder ein Gang, da packe ich mal kurz das Sturmgewehr aus und schieße die 10 Gegner um, das ist cool und dann fallen da noch 3 Goldmünzen raus, von denen kaufe ich mir dann eine neue Waffe. Diese Art der Gratifikation würde diametral den Themen des Spiels entgegenstehen und deswegen sei es schon richtig, dass Silent Hill 2 kein Spiel sei, was per se im Hinblick auf seine Spielmechaniken Spaß macht. Und ich würde das gar nicht so doll sagen. Das ist nicht richtig gut in manchen Dingen, aber man kann das natürlich spielen. Da ist nichts fundamental kaputt dran. Aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein bisschen, ich halte das persönlich für übertrieben, diese Einschätzung, dass man das nicht entkoppeln kann, dass ein Spiel in seinen Abläufen nicht Freude bereiten kann, aber dennoch ernste, schwierige Themen dir vermitteln kann. Ja, selbstverständlich. Also die erzählende Ebene und die spielmechanische interaktive Ebene sind in dem Spiel ja ziemlich stark getrennt. Das Erzählende passiert hauptsächlich in Cutscenes und Zwischensequenzen, wo uns die Kontrolle dann eh abgenommen ist. Jetzt mal abgesehen von den Dingen, die man in der Spielwelt findet, Notizen, Hinweise und so weiter. Aber die schaut man dann in der Regel im Inventar an und da ist die Spielhandlung auch pausiert. Also wie gesagt, das Spiel trennt es eh schon relativ stark. Und ich würde sogar zustimmen und sagen, ja, dass das Spiel das Kämpfen zum Beispiel nicht belohnt, finde ich eine vollkommen vernünftige und nachvollziehbare Entscheidung. Auch wenn das dann den Nebeneffekt hat, wie du das schon beschrieben hast, dass man dann halt im Zweifel an den Gegnern einfach vorbeirennt und sie dadurch ihren Schrecken dann auch verlieren, zumindest zu einem Teil. Aber es ist nochmal was anderes, ob die Spielmechanik, also jetzt das Kämpfen zum Beispiel in diesem Fall, ob das nicht zu einer Belohnung führt oder ob das Frustration und Reibung erzeugt. Ja, weil letztendlich ist es ja das dadurch, dass man Schwierigkeiten hat mit dem Handling zum Beispiel und dass die Kämpfe insgesamt nicht sonderlich befriedigend sind, es erzeugt Reibung. Und zwar Reibung, die nicht in einem Zusammenhang steht mit dem Gefühl, das das Spiel eigentlich erzeugen möchte. Unbehagen, Verlorenheit, vielleicht sogar Angst. Aber das erzeugt ja einfach nur Frustration und ein Gefühl der Unlänglichkeit und der Unzufriedenheit.
Unzufriedenheit, aber mit der Spielgestaltung. Ich kann als derjenige, der spielt, ja unterscheiden zwischen der Immersion in der Spielwelt und was ich da erlebe und dem Spiel als meinem Kontrapart. Und ich bin dann sauer auf das Spiel, wenn die Steuerung scheiße ist. Ja, also auf Team Silent im Endeffekt, ja, die mir dieses Vehikel-Spiel geben, damit ich ein Erlebnis habe. Und die Frustration, die sich aus dem schlechten Kampfsystem ergibt, die schlägt auf das Vehikel zurück und beeinträchtigt das Erlebnis, ohne dass sie mit dem Erlebnis zwangsläufig verbunden ist, wäre mein Punkt dazu. Interessant finde ich noch bei all dem Fokus, den das Spiel auf das Erzählen legt, dass dir das Spiel so subtil Möglichkeiten zur Einflussnahme bietet. Also ich hatte vorhin gesagt, das Spiel ist sehr linear und du wirst da so durchgeführt. Das stimmt natürlich auch. Das bleibt auch immer so sehr geführt und sehr eng für dich und suggeriert dir nur ein bisschen mehr Freiheit, die du eigentlich nicht hast. Aber am Ende stellt man dann fest, dass dennoch diese interaktive Komponente des Spiels hier auch wichtig ist, weil viele kleine Handlungen, die du im Spiel machst, sich am Ende summieren und zu verschiedenen Enden führen können. Also das ist heute was, klar, wir wissen das seit 20 Jahren und das gab es auch bei Silent Hill 1 schon, deswegen konnte man sich das damals denken. Wenn man da aber völlig frei von diesem Wissen wäre, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, gerade dann auch später zu verstehen, warum hat jetzt dieses und jenes eigentlich zu Ausgang X geführt und warum habe ich nicht Ausgang Y bekommen? Und das finde ich wieder spannend am Spiel und da ist das Spiel auch wieder total vage und hier finde ich das irgendwie gut, dass es nicht diese ein, zwei Schlüsselstellen im Spiel gibt, wo sowas ist wie, ja, möchtest du, dass Charakter X lebt oder soll der sterben? Und dann ergibt sich ganz klar für dich daraus eine Konsequenz, aus der du schon weißt, okay, das wird später zu diesem und jenem führen. Das Spiel macht das sehr geheimnisvoll, dich zu den verschiedenen Auflösungen zu führen. Und ja, da sieht man, das Spiel würdigt es schon, dass es zwar eine ganz klare Geschichte hat, die es ihm wichtig ist zu erzählen und vielleicht auch wichtiger ist als die Mechaniken, die das Spiel ansonsten hat auf dem Weg dahin, dass es aber schon weiß, okay, ich bin ein Spiel und ich muss die interaktiven Elemente auch irgendwie rechtfertigen oder dem Spieler am Ende nochmal zeigen, guck mal, was du getan hast, das hat auch Auswirkungen. Ich habe nicht nur einfach meine Geschichte abgespult, sondern du, lieber Spieler, hast durch Dinge, die du getan oder nicht getan hast, darauf eingewirkt und zu einem anderen Ausgang geführt. Und das unterscheidet natürlich Silent Hill 2 als Spiel auch ganz stark davon, wenn es jetzt meinetwegen einfach nur eine geschriebene Horrorgeschichte gewesen wäre. Diese Enden, davon gibt es insgesamt 6 Stück, aber 2 davon sind eher Easter Eggs, das heißt, die können wir an dieser Stelle ausklammern. Es kann also auf 4 verschiedene Arten und Weisen enden. Der Weg bis dahin ist eigentlich immer gleich und es kulminiert in der Erkenntnis, dass James seine Frau erstickt hat und es mündet immer in einen finalen Bosskampf gegen Maria. Entweder in der Form von ihr selbst, also dieser aufreizenden jungen Frau, oder von Mary. Aber auf jeden Fall ist es eine Konfrontation mit dem, was James hierher geholt hat. Also die Suche nach seiner Frau und ihr Abbild Maria muss er dann nochmal bekämpfen und am Schluss auch tatsächlich töten. Und je nachdem, wie man dann vorher im Spiel agiert hat, kommen dann eins von diesen 4 Enden. Die gehen wir einmal kurz durch. Es gibt das Maria-Ende. Da verlässt James Silent Hill mit Maria, also mit der Frau, die er in der Stadt erst kennengelernt hat. Und auf dem Weg nach draußen zum Auto, da sind sie wieder im Rastplatz, bekommt Maria einen Hustenanfall. Und das ist schon eine leichte Andeutung, dass es ihr vermutlich auch nicht gut geht, wie Mary vorher auch, der Frau, die krank geworden ist. Dann gibt es das Ende, das In Water heißt. Da führt die Erkenntnis, quasi dieses Bewusstwerden von James, dass er seine Frau umgebracht hat, dazu, dass er sich selbst richtet und mit der Leiche seiner Frau im Auto, im Kofferraum in den See fährt, in den Toluca Lake und damit Selbstmord begeht. Und dann gibt es das Leave-Ende, da sieht man James, wie er Silent Hill verlässt, und zwar mit Laura zusammen, dem kleinen Mädchen. Er hat also Mary und Maria hinter sich gelassen.
Und das Rebirth-Ende, das ist eines, das man beim ersten Durchspielen gar nicht haben kann, sondern da muss man das New Game Plus gespielt haben. Dann kann es dieses vierte Ende geben. Das ist dann das einzige mit einem Anflug von Okkultheit. Da sieht man James nämlich, wie er die Leiche seiner Frau im Ruderboot zur Mitte des Sees, das Toluca Lake, rudert, wo es eine Insel gibt. Und er redet währenddessen davon, dass die alten Götter diesen Ort nie verlassen hätten. Und wenn man ihnen sich unterwerfen würde, dann könnte man sogar den Tod besiegen. Also es wird ja angedeutet, dass er sie wiederbelebt. Möchtest du kurz noch sagen, welches Ende du erreicht hast? Bei meinem ersten Durchspielen ist mein James ins Wasser gegangen. Oh, da hast du aber sehr rücksichtslos gespielt dann, oder? Ja, also wie du schon sagtest, das sind ja Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, die nicht so offensichtlich sind. Und ich habe so ressourcensparend gespielt, dass ich Heil-Items meist nur dann benutzt habe, wenn ich kurz vor Exitus war. Also mein James war über weite Strecken des Spiels im roten Bereich. Und das ist ein wesentliches Element, wie sich hinterher herausgestellt hat, um das Selbstmordende zu bekommen, weil das Spiel nahelegt, dass wenn du achtlos mit deiner eigenen Gesundheit umgehst, also James achtlos damit umgeht, dass er also Selbstschädigung sozusagen betreibt und dass das eines von noch anderen Dingen, die damit reinspielen, aber die dann dazu führen, dass er sich dann selbst richtet. Ich habe tatsächlich das Leaf-Ending bekommen. Oh, du hast das beste Ende bekommen. Ja, und das ist aber total komisch, weil ich habe dann im Nachgang nachgeschaut, was die Anforderungen dafür sind, und dafür musst du eigentlich aktiv gegen das Maria-Ending arbeiten. Ja. Das heißt, du musst sie eher schlecht behandeln. Also sowas wie, wenn du sie mal zwischendurch auch mal mit der Holzlatte schlägst, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie später mit dir die Stadt verlassen wird. Du musst Sachen machen, die eher auf Mary einzahlen. Also du hast im Inventar auch Gegenstände wie ein Bild von Mary und den Brief von ihr. Das sollst du mal angucken und so. Habe ich alles nicht gemacht, und ich habe das Gefühl auch, weil es mich super genervt hat, wenn Maria getroffen wurde, habe ich auch gerne mal neu geladen. Weil du bist so darauf konditioniert durch Spiele von wegen, hey, das ist ein Escort-Abschnitt, guck mal, dass deine Begleitperson keinen Schaden nimmt. Und das machst du einfach, egal was du zu dem Zeitpunkt vielleicht von Maria als Person denkst. Ich habe da sehr penibel drauf geachtet, und trotzdem habe ich am Ende das Leaf-Ending bekommen, was echt seltsam ist. Aus Versehen alles richtig gemacht. Also es sind, glaube ich, viele, viele kleine Facetten, die darauf einwirken können. Aber naja, ich habe mich natürlich gefreut. Ich fand das ein okayes Ende irgendwie. Also, falls ihr Silent Hill nicht kennt oder euch nicht mehr genau erinnert und euch jetzt wundert, warum ist das Leaf-Ende jetzt gut, wenn er mit Laura wieder aus der Stadt rauskommt? Warum ist es schlecht, wenn er in den See fährt? Da sind wir jetzt im Bereich der Interpretation. Und das ist natürlich das Spannende. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Aber vorher, glaube ich, Fabian, müssen wir uns nochmal kurz Hilfe holen. Denn die Art und Weise, wie das Spiel erzählt, ist ja schon ein bisschen eigen auf den ersten Blick. Es ist sehr fragmentiert und es hat diese wahnsinnig vielen Andeutungen und dieses Personal, das da in dieser komischen Stadt rumschwirrt. Und da brauchen wir, glaube ich, eine gemeinsame Grundlage, um besser zu verstehen, in was für eine Tradition das eigentlich steht. Also was für eine Art von Erzählung und Erzählstil das ist, das Silent Hill hier nutzt. Und nun haben wir ja glücklicherweise unsere hauseigene Horror-Expertin und Literaturwissenschaftlerin Rahel Schmitz. Und ich würde sagen, wir holen uns Rahel hier einfach mal schnell rein und sie soll uns ein bisschen was erklären dazu, oder? Oh ja. Dann machen wir das doch jetzt. Hallo Rahel, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo, schön da zu sein hier bei meinem, ich möchte fast sagen, Lieblingsthema. Sehr gut. Wir brauchen auch dringend deine Hilfe, weil du kennst dich mit allem aus, was mit Horror zu tun hat und natürlich auch mit Silent Hill 2. Und wir hoffen, du kannst uns helfen, die Erzählform von Silent Hill 2 besser zu verstehen, weil für uns Laien hat das so eine etwas eigene, bruchstückhafte, verwirrende Art und Weise, wie es seine Welt und seine Protagonisten und seine Handlung präsentiert. Aber ihr Literaturwissenschaftler, ihr habt ja Schubladen, die ihr nur aufziehen müsst und alles reinlegen. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich. Wie würdest du denn Silent Hill 2 kategorisieren? Ich würde sagen, Silent Hill 2 ist ein sehr schönes Videobeispiel für das, was man in der Literatur Gothic Fiction nennt. Das ist grob gesagt das, was man im Deutschen schon mal mit dem Schauerroman übersetzt. Wobei man jetzt wissen muss, dass das eine relativ alte literarische Tradition schon ist. Also der erste Gothic-Roman, der erschien 1764. Das lässt sich sehr genau datieren, weil es einfach der erste Roman war, wo Gothic im Untertitel erwähnt wurde. Und zwar ist das das Schloss von Otranto von Horace Walpole, einem Briten. Das ist so ein
heute würde man sagen, ein sehr kitschiger Roman, ne, mit so einem alten, verfallenen Schloss. Darunter gibt's unterirdische Labyrinthe. Es gibt einen bösen Aristokraten, hilflose Frauen. Wie gesagt, heute würde man da wohl keinen Blumentopf mehr mit gewinnen, um es mal so zu sagen. Aber daraus hat sich dann eben ein umfangreiches Phänomen entwickelt. Also, um mal so ein paar berühmtere Beispiele zu nennen, was noch alles als Gothic Fiction gezählt wird. Da wäre beispielsweise Mary Shelleys Frankenstein, Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oder auch, um mal ein aktuelleres Beispiel zu nennen, jetzt aus der Literatur, Neil Gaimans Coraline. Okay, jetzt wissen wir schon mal, es handelt sich hier um Gothic Fiction und du hast doch eben schon mal ein paar Beispiele genannt, wie sie in dem ersten Werk zu finden waren. Wie würdest du denn sagen, wie ist Gothic Fiction für dich definiert? Was sind typische Merkmale? Ich würde sagen, das Wichtigste findet man erstmal auf der Ebene vom Inhalt. Also sprich, was wird erzählt, worum geht es? Da sage ich immer, wobei man sagen muss, das ist tatsächlich meine persönliche Definition, mit der ich bisher aber sehr gut gefahren bin und die auch sich mit vielen anderen schneidet. Es gibt immer drei Hauptaspekte. Das erste ist, in jedem guten Gothic-Roman sucht auf irgendeine Art und Weise die Vergangenheit, die Gegenwart heim. Das kann beispielsweise sein, dass da Geister umherspuken, die ja ein Relikt der Vergangenheit sind. Die haben einfach noch nicht zur Ruhe gefunden. Und deswegen spuken sie eben bis heute oder bis zum Zeitpunkt der Handlung umher. Das kann aber auch sein, dass geheimnisvolle Briefe, mysteriöse Testamente gefunden werden. Ne, alles so Momente, wo ein Relikt der Vergangenheit plötzlich auftaucht und damit die Gegenwart durcheinander bringt. Zweiter Punkt wäre Grenzüberschreitung. Ob das jetzt moralische Grenzen sind, in denen beispielsweise von Verbrechen erzählt wird, es gibt Mord, es gibt Inzest, oder auch, dass ontologische Grenzen überschritten werden. Auch hier wieder ist der Geist ein schönes Beispiel oder auch der Zombie, der Vampir. Das sind ja alles so Wesen, die sind weder tot noch lebendig, obwohl das eigentlich zwei Kategorien sind, die sich gegenseitig ausschließen müssten. Das ist aber bei diesen Kreaturen nicht so. Ganz ähnlich auch bei beispielsweise Mensch-Maschine-Hybriden, wie wir die in Cronenbergs Die Fliege haben. Dritter Punkt wäre dann Ambivalenz. Es bleibt sehr oft unklar, was in der Handlung eigentlich genau passiert ist und auch, wie das Ganze endet. Ob also beispielsweise am Ende das Monster wirklich besiegt ist. Auch hier wieder, Frankenstein ist ein schönes Beispiel. Wir wissen nicht, was mit Frankensteins Kreatur am Ende passiert. Das bleibt offen. Wenn das die definierten inhaltlichen Dinge sind, was würdest du denn sagen, sind typische Stilmittel der Gothic Fiction? Ja, nicht nur das Was, sondern auch das Wie zeichnet Gothic Fiction aus. Und in der Regel spielt beides eng zusammen, denn diese stilistischen Aspekte, die spiegeln im Grunde genommen die inhaltlichen Aspekte, die ich eben beschrieben habe, wieder. Vorneweg durch eine in der Regel eher komplexe Erzählstruktur. Beispielsweise, dass im Film oft Rückblenden verwendet werden. Auch hier wieder, ne, das Stichwort, wie die Vergangenheit die Gegenwart heimsucht. Das kann man also machen, indem einfach die Zeitlinie ein bisschen aufgebrochen wird. Das kann aber auch generell heißen, dass die ganze Erzählung in Puzzlestücke zersplittert ist, die erstmal wieder zusammengesetzt werden müssen, die aber oft trotzdem nicht so wirklich ein eindeutiges Bild ergeben. Es kann auch heißen, dass die Erzählfigur unzuverlässig ist und damit ist ja auch unsere Sicht auf die Handlung einfach nicht vertrauenswürdig. Das ist beispielsweise etwas, was Edgar Allan Poe sehr gerne benutzt. Jetzt hast du uns schon ein bisschen was über das Was und Wie der Gothic Fiction erzählt und natürlich erkenne ich jetzt auch schon ein paar Parallelen zu unserem eigentlichen Spielthema von heute. Aber was würdest du als die Expertin sagen, inwiefern ist Silent Hill 2 für dich Gothic Fiction? Der spannende Punkt bei Gothic ist, dass diese Charakteristika, die ich beschrieben habe, die lassen sich auf jedes Medium anwenden. Und jedes Medium bringt so seine Besonderheiten mit sich. Und ich würde sagen, dass generell die Silent Hill-Reihe und dann eben auch insbesondere Silent Hill 2, diese Spiele perfektionieren das. Die sind also wirklich ein Paradebeispiel. Schaut man sich das erstmal auf der Ebene der Handlung beispielsweise an, da hat man schon so die ganz typischen Tropes. Religiöse Kulte, verdrängte Erinnerungen, auch hier wieder Mord und Inzest und natürlich sehr viele Charaktere, die in irgendeiner Art und Weise psychisch instabil sind. Auch das Setting passt wunderbar. Wir haben diese klaustrophobischen Handlungsorte, düstere Handlungsorte, wir haben den Nebel. Gleichzeitig spielt das aber auch alles eben in dieser stereotypischen amerikanischen Kleinstadt Silent Hill.
die an sich schon ein bisschen gruselig ist, weil sie ist nun mal auch isoliert und verlassen. Aber unter der Oberfläche, da haben wir dann ja auch noch diese hässliche und abstoßende Otherworld. Geht man jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe, haben wir spezifisch bei Silent Hill 2 auch eine Sache, auch hier wieder ist Edgar Allan Poe eigentlich ein schönes Vorbild, nämlich Doppelungen, Doppelgänger und unheimliche Wiederholungen der verschiedensten Arten. Das haben wir schon mit diesen zwei Charakteren Maria und Mary. Maria streitet ab, dass sie James kennt oder jemals von dessen Frau gehört hat. Aber gleichzeitig sieht sie nun mal genau aus wie dieser. Sie ist also eine Doppelgängerin. Und im Verlauf der Handlung übernimmt sie auch noch immer mehr Eigenschaften von James' verstorbener Frau. Sie erwähnt sogar Dinge, die sie selbst gar nicht wissen könnte, weil das sind wiederum Dinge, die könnte nur die verstorbene Mary wissen. Das wird dann noch mal gesteigert, dass im Laufe der Handlung Maria immer wieder stirbt. Wobei auch da so ein paar Aspekte aus der Art, wie sie stirbt, die werden immer wieder aufgegriffen. Es gibt also da eine Art Wiederholung. Und das ist jetzt ein sehr beliebtes Trope aus Gothic Fiction. Denn was wir da haben, ist so eine Art traumatische Wiederholung. James durchlebt dadurch jedes Mal im Grunde genommen den Tod seiner Frau, immer wieder neu. Und das wird ja auch später zu einem Schlüssel der gesamten Handlung. Es verschwimmen einfach die Grenzen zwischen zwei Charakteren, durch eben diesen Doppelgänger. Die Erzählweise, würde ich sagen, ist in Silent Hill 2 auch sehr wichtig. Da kommen wir also dann so langsam weg vom Was hin zum Wie. Wir haben eine sehr unzuverlässige Perspektive. Ich spreche jetzt hier von der Perspektive, weil im klassischen Sinn haben wir keinen Erzähler, so wie wir das in der Literatur hätten. Aber wir haben mit James ja einen bestimmten Point of View. Das ist auch gleichzeitig unser Point of Action, also unser Handlungshebel, die Art, wie wir mit der Welt interagieren können. Beide Punkte sind aber subjektiv, weil wir wissen nicht, ob seine psychischen Zustände jetzt der eigentliche Ursprung von dieser Otherworld in Silent Hill ist. Oder sagen wir mal generell von den seltsamen Vorkommnissen in Silent Hill. Es ist also für uns als Spieler und Spielerinnen einfach unmöglich festzustellen, wo die externe Realität aufhört, die echte Welt, und wo James' interne psychische Welt anfängt. Jetzt haben wir ja mit Silent Hill 2 ein Spiel und demnach also auch noch die Ebene, dass wir als derjenige oder diejenige, die das spielt, gleichzeitig auch noch handelt, also dass Interaktion stattfindet. Wie ist das denn in Silent Hill 2 verwoben mit dieser Idee der Gothic Fiction? Durch die Spielmechanik wird letztlich eine dritte Ebene hinzugefügt, zum Inhalt und zum Stil. Da haben wir jetzt auch noch den Punkt einfach, wie kann ich als Spielerin denn mit dem Videospiel interagieren? Also sprich, welche Grenzen werden mir gesetzt und welche Möglichkeiten habe ich? Jetzt muss man sagen, generell ist Gothic Fiction schon ein Genre, was die Lesenden sehr stark einbindet, eben weil sie dieses Puzzle zusammensetzen müssen. Es ist ehrlich gesagt ähnlich wie Kriminalromane von Agatha Christie, wo man einfach eingeladen ist, mitzudenken. Das ist auch schon bei der literarischen Gothic Fiction so. Aber im Videospiel wird dieses partizipatorische Element natürlich nochmal um einiges verstärkt, weil jetzt muss ich selber durch die Räume laufen, ich muss sie selber erkunden, Hinweise einsammeln und mir so überhaupt erstmal die Geschichte zusammenbasteln. Wir haben in Silent Hill 2 einen sehr spannenden Gegensatz von Player Agency und der Vorbestimmung der Handlung. Also an einigen Stellen werde ich als Spielerin entmachtet, beispielsweise Cutscenes, da kann ich nicht eingreifen, die laufen einfach ab. An anderen kann ich natürlich relativ frei agieren. Und wir haben schon allein in der Anfangssequenz einen eigentlich recht fließenden Übergang von einer filmischen Sequenz zu diesem interaktiven Gameplay. Das ist auch schon wieder so eine Art Grenzüberschreitung, die wieder typisch für Gothic Fiction ist. Dann haben wir aber auch eine Welt, die sich ja auf Basis von meinen Entscheidungen im Spielverlauf ändert und die auch noch zusätzlich durch diesen Nebel sehr desorientierend und verfremdet wird. Das heißt, allein schon durch diesen Nebel, wo ich einfach nicht alles sehen kann oder dass mir auch teilweise Wege versperrt werden, habe ich eine ganz andere Herangehensweise, wie ich das Spiel spiele. Ich würde sagen, bei Silent Hill 2 ist eigentlich das Zusammenbasteln von der Story, von diesem Mysterium, von was mit James passiert ist, warum er da ist, den Brief, den er am Anfang erhält, wie das alles inhaltlich zusammenpasst, das ist eigentlich genauso wichtig, wie gegen Monster zu kämpfen, wenn nicht sogar noch wichtiger. Das ist quasi eine Geschichte
die entdeckt werden muss in Silent Hill 2, nämlich James Vergangenheit. Das ist so das Hauptmysterium. Gleichzeitig erzählt das Spiel aber auch die Story, wie diese Geschichte entdeckt wird. Also wie James seine Erinnerungen entschlüsselt und was das mit ihm tut, was das für Konsequenzen hat. Also es gäbe da jetzt noch viele weitere Dinge, über die ich reden könnte, aber ich glaube, das würde an dieser Stelle etwas ausufern. Kommen wir vielleicht noch mal zu einem anderen Punkt, so wie du das jetzt beschrieben hast, wo die Gothic Fiction herkommt, auch die Beispiele, die du genannt hast, die es so gibt in der Literatur, das sind ja alles Sachen, die aus dem Westen stammen. Also Gothic Fiction ist eine westliche Tradition und Silent Hill 2 ist aber ein Spiel, was wie sein Vorgänger ja aus Japan kommt und von einem japanischen Team entwickelt wurde. Wie hat man das hier zusammengefügt und warum finden wir hier Gothic Fiction in einem japanischen Titel vor? Angefangen hat die Gothic Fiction in England. Das stimmt. Deswegen wird es auch bis heute gern als eine angelsächsische Tradition betrachtet. Ich würde sagen, das ist ehrlich gesagt ein etwas veralteter Blick, weil inzwischen ist Gothic einfach über Grenzen hinausgewachsen. Ob das jetzt Mediengrenzen sind, es ist eben auch beispielsweise kein reines Literaturgenre mehr, oder auch diese kulturellen Grenzen. Bei Silent Hill 2 muss man einfach bedenken, dass dieses Spiel immer schon für einen internationalen Markt konzipiert worden ist. Es ist also in der Hinsicht eher ein schönes Beispiel für die Globalisierung. Das heißt aber nicht, dass es jetzt ein amerikanisiertes Spiel ist oder dass es irgendwie verwestlicht sei. Sondern ich würde sagen, es ist ein ganz schönes Beispiel davon, wie sich die Kulturen gegenseitig beeinflusst haben. Denn ja, wir haben so ganz klassische, man würde schon sagen, stereotypische Gothic-Elemente da drin, also diese angelsächsischen Elemente dann da drin oder auch der Handlungsort, die amerikanische Kleinstadt. Gleichzeitig findet man aber genauso auch japanische Grusel- und Geistertraditionen im Spiel. Das liegt auch einfach daran, dass diese Grundideen der Geistergeschichte, die sind zwar in gewisser Weise kulturell spezifisch, aber sie sind ja trotzdem miteinander kompatibel. Auch im J-Horror geht es viel um die Vergangenheit und wie sie die Gegenwart heimsucht. Jetzt muss man bedenken, dass spezifisch zu der Zeit, als Silent Hill 2 auf den Markt kam, das war auch eine sehr turbulente Zeit in Japan, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer, kultureller Ebene. Da hatte dieses Land einfach sehr viele Baustellen und das sieht man an einigen Stellen im Spiel. Das ist einfach ein zu dem Zeitpunkt ein widersprüchliches Land, das seine ganz eigenen Geister hat, muss man sozusagen. Nehmen wir als Beispiel die Analogmedien, die wir im Spiel haben. Wir haben ja Karten, die gesammelt werden müssen. Wir haben ein Radio, das uns vor Monstern warnt, wenn sie in der Nähe sind. Und wir haben eine Videokassette, die auch wieder ein wichtiges Puzzlestück zur Handlung liefert. Diese Analogmedien, die passen irgendwo dann wieder zum angelsächsischen Gothic und dass so die Vergangenheit irgendwo wieder auftaucht. Aber jetzt muss man bedenken, dass es auch spezifisch in Japan zu dieser Zeit eine umfangreiche Popularität von Medienhorror gibt, wie wir es beispielsweise in The Ring haben oder auch One Missed Call. Das heißt, was wir hier schon haben, allein von diesem vermeintlich kleinen Element, ja, das passt zu Gothic Fiction, es steht gleichzeitig aber auch in der Tradition von J-Horror-Filmen zur gleichen Zeit, die eben sehr selbstreflexiv mit Medien umgehen, auch selbstreflexiv damit umgehen, dass sie Importware sind für die ganze Welt. Anderes Beispiel, die Otherworld. Passt auch wieder zu Gothic Fiction. Da geht es oftmals eben um alternative Welten und psychische Labilität und wie das eben auch die Weltwahrnehmung verändert. Gleichzeitig die Art und Weise, wie es dargestellt wird, passt auch wieder zu japanischen Theatertraditionen, insbesondere zu Kabuki, wo ganz oft die Grenze zwischen Realität und dem Übernatürlichen verwischt werden, wo wir eine Ästhetik der Grausamkeit haben, die oftmals ein richtiges visuelles Gruselspektakel sind. Das sind also jetzt mal nur so zwei kleine Beispiele, wie wir einfach Elemente im Spiel haben, die in beide kulturelle Traditionen passen und damit eher verdeutlichen, wie das Spiel ein Produkt von, ich würde sagen, von einem globalisierten Gothic ist. Sehr gut, dann kommen wir jetzt noch zur wichtigsten Frage. Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass das ein Spiel ist, das unsere Mitwirkung erfordert, logischerweise. Und hier geht das ja sogar so weit, dass sich das Ende des Spiels verändern kann, je nachdem, wie wir als Spielende vorher agiert haben. Und es gibt, wenn wir jetzt mal die witzigen oder die Gag-Enden ausklammern, gibt es vier verschiedene Arten und Weisen, wie diese Erzählung enden kann. Rahel, welche ist denn jetzt die richtige?
Ja, als Literaturwissenschaftlerin würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass das bewusst offen und ambivalent gehalten ist, weil das muss ja in der Interpretationsgewalt der Spielenden bleiben. Ich sag mal so, welches ich selber von der Aussage mag, ist das, ich glaube, es heißt einfach Maria-Ende. Ich glaube, das erreicht man dann, wenn Maria das ganze Spiel unbescholten übersteht. Ja. Und dann kann nämlich James Maria mit nach Hause nehmen oder es zumindest versuchen. Es wirkt also erstmal wie ein Happy Ending oder ein sehr skurriles Happy Ending. Und dann fängt sie aber an zu husten. Das heißt, man kriegt da schon die Andeutung, dass wahrscheinlich da einfach auch wieder ein Kreislauf von vorne beginnen wird für James. Das passt für mich persönlich so am besten zum Gesamttenor vom Spiel. Hätten wir ja auch wieder eine Wiederholung, die dann schon angedeutet ist im Endeffekt. Genau. Ich hätte noch eine Bonusfrage für dich. Wie würdest du denn sagen, was für einen Stellenwert Silent Hill 2 im Kosmos der Horror-Videospiele hat? Meiner Meinung nach einen sehr hohen Stellenwert. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme da tatsächlich jetzt ein bisschen von der Universitätsseite, weil da ist gerade in diesem eigentlich ja noch recht jungen Feld der Game Studies, ist Silent Hill 2 einfach ein Spiel, was immer und immer wieder diskutiert wird. Schon eigentlich seit Anfang an von dieser wissenschaftlichen Disziplin wird immer wieder Silent Hill zu Rate gezogen, wie man denn Gothic Fiction im Videospiel umsetzen kann. Ich würde aber auch sagen, jetzt aus Spielerin-Perspektive, da geht es mir ehrlich gesagt genauso. Das Spiel wird jetzt nicht einfach nur wissenschaftlich diskutiert, weil es besonders kunstvoll oder was auch immer ist, sondern es ist ein sehr atmosphärisches, sehr effektvolles Spiel, was einen meiner Meinung nach eben auch nach dem Spielen immer noch beschäftigt. Das ist was, das kriegen nicht viele Spiele hin. Das würde ich beispielsweise bei den Resident Evil Spielen, die ich auch sehr gerne mag, nicht so stark sehen wie bei Silent Hill und insbesondere nicht so stark wie bei Silent Hill 2. Also schon allein die Anfangssequenz von dem Spiel beispielsweise ist sehr stark darin, schon die Atmosphäre zu kreieren. Und wenn man genau darauf achtet, beinhaltet auch diese Anfangssequenz schon fast alle wichtigen Motive, die später im Spiel immer wieder auftauchen werden. Das ist sehr stark. Vielen, vielen Dank, Rahel. Du hast uns jetzt viel Werkzeug mitgegeben, mit dem wir beide wieder zurück in unser Duo-Gespräch gehen können und darüber sprechen, wie wir das Spiel interpretieren und was die Handlung für uns bedeutet und welches Ende das Richtige ist. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Gerne, gerne. Ciao. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabian, aber als Rahel das erzählt hat, die grundlegenden Elemente der Gothic Fiction und Stilmittel, da fand ich all das wieder in Silent Hill 2. Wir haben jetzt auch vieles davon schon erzählt. Also es ist schon interessant, wie nah das Spiel an dieser Blaupause oder an dieser Genre-Definition ist. Und das macht es aber nicht schlechter. Im Gegenteil, es ist sogar deswegen interessanter, weil es, wie Rahel auch sagte, so ein fast schon eine Reinform ist von dem Niederschlag von Gothic Fiction in einem neuen Medium, nämlich dem Videospiel. Und Silent Hill 2 ist ein Spiel, das relativ viel akademische Betrachtung auch erfahren hat und bis heute erfährt, auch aus diesem Grund, weil es unter nicht nur, aber auch dieser literaturwissenschaftlichen Brille sich so schön in diese Tradition stellen lässt. Und wenn man das weiß und genauer hinguckt, dann sieht man auch viele Dinge, in denen sich das niederschlägt. Rahel hat ja zum Beispiel von Ambivalenz gesprochen und von Zweiseitigkeit. Und Zweiseitigkeit ist etwas, was sich ganz stark durch das Spiel durchzieht. Das beginnt ja schon mit der allerersten Szene, wo wir sehen, wie James in den Spiegel schaut. Und Spiegel sind natürlich immer ein starkes Symbol für etwas Gegensätzliches oder etwas Aufgeteiltes oder etwas Zweiseitiges. Aber wir haben es auch in der Stadt selbst, denn Silent Hill gibt es ja in dieser Nebelvariante und wie im ersten Spiel auch in dieser Otherworld-Variante, wo es dann in Dunkelheit gehüllt ist und auf einmal anders aussieht. Und wir haben diese Doppelung in vielerlei Gestalt in dem Spiel als Abspaltung, also als Auftrennung in gegensätzliche Aspekte, wie wir das mit Mary und Maria sehen, in ein Vorher-Nachher, wo eine Veränderung stattfindet, selbst im scheinbar Gleichen. Du hattest das auch Hotel erwähnt zum Beispiel, dass wir einmal im unzerstörten früheren Zustand sehen und dann im zerstörten, ausgebrannten Jetzt-Zustand. Wir haben es auch in der klassischen Doppelung. Wir haben ja lange Zeit den Pyramid Head als Gegner, als Antagonisten, der uns durchs Spiel verfolgt. Und
als es dann zur Konfrontation kommt, sind es auf einmal zwei Pyramid Heads, denen wir gegenüberstehen. Sehr verwirrend übrigens. Warum hat sich der vorher einzigartige Protagonist auf einmal verdoppelt? Nun, die naheliegende Deutung aus der Handlung heraus ist, dass James ja zunächst nur einen Menschen auf dem Gewissen hat, nämlich seine Frau Mary, bis zu dem Moment, in dem er Eddie tötet. Klar, das ist Notwehr, aber nichtsdestotrotz hat er jetzt zwei Menschen ums Leben gebracht. Und da Pyramid Head ja irgendwie an James Schuld gekoppelt zu sein scheint, hat sich die nun halt verdoppelt. Und wir haben die Zweiseitigkeit auch im einerseits andererseits, also in den mindestens zwei Möglichkeiten auf die gleiche Sache zu gucken, zum Beispiel auf die zentrale Frage, wenn wir dann in Richtung der Interpretation gehen, was bedeutet das Spiel eigentlich, ist Silent Hill eigentlich real oder eingebildet? Ist es ein existierender Ort, diese Stadt, durch die sich James bewegt, oder findet das nur in seinem Kopf statt? Ja, du kannst es natürlich nicht klar beantworten. Das ist auch der Grund oder eine Antriebsfeder dafür, warum das Spiel eben so viel Betrachtung erfährt seit seiner Veröffentlichung. Und auch das Schöne daran, also diese Ambivalenz lässt halt immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten zu. Denn niemand kann jemals irgendwann sagen, so, ich habe jetzt alles durchschaut und das ist jetzt die eine große Wahrheit. Also das Spiel zahlt natürlich auch durch seine verschiedenen Enden darauf ein. Das ist einfach nicht so diese, okay, das ist der eine Abschluss des Spiels und es bleiben auch wahnsinnig viele Erklärungen offen, die auch wir jetzt hier in diesem Gespräch nicht werden klären können. Wahrscheinlich hast du auch zu bestimmten Figuren oder Ereignissen andere Theorien als ich. Also es fängt ja schon an jetzt bei der Frage, also ob Silent Hill real ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Für mich würde ich sagen, ja, weil einfach diese ganze Saga darauf aufgebaut ist, dass da eben Menschen hinkommen und es für sie ein Ort ist, an dem sie, also zumindest im zweiten Teil, das ist vielleicht auch immer ein bisschen anders, beim ersten Teil ist es ja nicht so, da geht es ja darum, dass Harry seine Tochter da retten möchte und nicht so sehr um seine persönliche Schuld, aber in Silent Hill 2 ist es so, dass es ein Ort ist, der Menschen anlockt, die auch immer eine Schuld auf sich geladen haben, wobei ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob man bei Angela von einer Schuld sprechen kann. Also natürlich ja, mag sie. Sie hat gemordet, also insofern klar. Ja, aber die Frage ist natürlich, ist das dann gerechtfertigt oder nicht? Das ist dann wieder eine andere Frage, die das Ganze nochmal komplizierter macht. Aber warum ist dann Laura da? Aber ich glaube, also für mich persönlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, die Stadt ist real und auch die Menschen, die James trifft, sind real. Also am ehesten könntest du das natürlich bei Maria in Frage stellen. Sie steht regelmäßig von den Toten auf. Sie eignet sich dieses Wissen von Mary an, das sie nicht haben kann. Aber ich würde dann immer wieder auf diese Bonus-Episode zurückfallen, die wir ganz am Anfang schon mal erwähnt haben. Ich sage das jetzt einmal kurz, die heißt Born from a Wish und man spielt hier als Maria, ist in der Stadt unterwegs und erlebt nochmal ein anderes, dem Hauptspiel vorgelagertes Abenteuer, wo man in einer Art Resident Evil 1-mäßigem Herrenhaus unterwegs ist und da geht es um andere Figuren, die sie da trifft oder auch nicht, mit denen kommuniziert sie auf jeden Fall durch geschlossene Türen. Und erst ganz am Ende wird der Bezug dazu hergestellt, da wird dann James erwähnt und sie macht sich dann auf den Weg. Und dieses Bonuskapitel endet mit genau der Szene, die der Auftakt des Treffens der beiden im Hauptspiel darstellt. Und ich fände es schwierig jetzt zu sagen, sie existiert per se nicht oder ist nur ein imaginiertes Objekt von James, wenn es eben da so eine Geschichte gibt, die völlig abgekoppelt ist, wo sie aber die Hauptrolle spielt. Also sie wird schon in irgendeiner Form da auch eine eigene Instanz sein, die dann aber vielleicht durch James verfremdet wird. Vielleicht sieht sie auch gar nicht aus wie Marion, er bildet sich das nur ein, das ist alles möglich. Aber ich glaube, die Figuren sind real, die Stadt ist real. Das ist, glaube ich, so ein bisschen grundlegend erstmal meine Interpretation. Also es herrscht kein Mangel an Meinungen darüber, was das Spiel denn jetzt eigentlich bedeutet. Ich habe im Vorfeld in der Recherche bestimmten Dutzend verschiedener Analysen und Interpretationen gelesen, teilweise in Buchform erschienen oder in Essayform. Es gibt ewig lange Abhandlungen und Detailanalysen darüber und mir scheint es in zwei dominante Schulen der Interpretation zu zerfallen, nämlich zum einen gibt es die, ich nenne es mal die psychologische Interpretation, das heißt, es ist alles nur eingebildet, das ist alles nur in James' Kopf. Und das andere, das nenne ich mal die dämonische Interpretation, also die Stadt ist real und ist aber von irgendetwas Dämonischem beseelt, bevölkert
Und daraus ergibt sich dann die Geschehnisse in Silent Hill. Beispiele für psychologische Interpretationen sind, dass James Mary eigentlich hasst oder am Ende gehasst hat, weil er durch ihre Krankheit keine sexuelle Befriedigung mehr aus ihr ziehen kann. Und Silent Hill verführt ihn dann also mit Sexy Maria als Symbol seiner Bedürfnisse. Er muss also seine Potenz wiederherstellen, indem er Mary symbolisch überwindet und das alles in seinen Gedanken. Oder eine andere psychologische Interpretation, dass James Verstand um die Interpretationshoheit ringt, was jetzt eigentlich da vorgefallen ist, und dass er versucht, sich durch eine Selbsttäuschung quasi zu heilen, und dass Maria so eine selbst erzeugte Halluzination ist, die wiederum aber bekämpft wird von Elementen seines Gewissens, also von Laura zum Beispiel, von Pyramid Head, die eigentlich ja als Antagonisten auftreten und sogar Maria mehrmals töten, weil sie aber versuchen, diese Selbsttäuschung zu durchbrechen. Und dann gibt es auch Beispiele für diese dämonische Interpretation, also zum Beispiel das, was du schon gesagt hast, Silent Hill ist eine Stadt, die so an der Grenze existiert von Realität und anderer Welt, und die lockt Sünder oder gequälte Seelen an und unterzieht sie Verführungen und vielleicht auch Prüfungen, und zu jeder Zeit können also verschiedene Menschen in der Stadt sein, die sich ihnen auch jeweils individuell darstellt. Weil das ist ja etwas, vielleicht sogar das zentrale Element, warum Eddie und Angela und vielleicht auch Laura in Silent Hill sind, denn die sehen ja und erleben ihr eigenes Silent Hill. Bei Angela sehen wir das mal kurz, ganz am Schluss in ihrer letzten Szene, da brennt nämlich alles, und da sagt sie, ach, du kannst das auch sehen, für mich sieht das immer so aus. Also sie geht durch eine brennende Welt, und die Monster, die James sieht, die sieht zum Beispiel Laura überhaupt nicht. Das kleine Mädchen geht nicht durch eine von Monstern bevölkerte Stadt. Das wäre ein Indiz dafür, dass das mindestens mal ein individueller Ort ist. Wäre eine Interpretation. Oder aber auch andere Ansätze wären, Silent Hill ist noch die gleiche Stadt wie im ersten Teil und ist immer noch unter der Kontrolle des von dem Kult beschworenen Dämonen, und der verwirrt den Verstand aller Menschen, die in die Stadt kommen. Oder es ist ein mystischer, von Geistern der Vergangenheit heimgesucht, der Spukort, und aus der grausamen Vergangenheit, die die Stadt ja offen sich hat, speist sich dann also diese eher geisterhafte Ausprägung, Stichwort Nebel und so weiter. Und der Punkt ist, das ist alles schon irgendwie erklärbar aus den Versatzstücken, die das Spiel dir bietet. Und da kannst du alles Mögliche draus ableiten. Es scheint ja mindestens mal akzeptierter Konsens zu sein, dass James von Schuldgefühlen gequält ist, weil er seine Frau umgebracht hat. Vielleicht sind sie unterdrückt und sie sind unterbewusst, aber sie sind da. Aber dem würde ich jetzt zum Beispiel entgegensetzen, was, wenn James sich den Kissenmord auch nur einbildet? Er ist ja ein unzuverlässiger Erzähler, das wissen wir. Vielleicht fabriziert er in seinem zunehmenden Wahn Erklärungen für den Verlust seiner Frau und redet sich dann so tief selbst in eine persönliche Schuld hinein, dass er sich selbst am Ende sogar als ihr Mörder begreift. Und das scheint mir genauso plausibel zu sein als Erklärung wie der Rest, weil das Spiel so interpretationsoffen ist. Es ist ja auch so, dass das Spiel zum Ende hin dann eher nochmal in Frage zieht, also auch wenn er das gemacht hat mit dem Kissen, ob er wirklich ein kaltblütiger Mörder war, weil dann auch dir vermittelt wird als Spieler von wegen, ja, sie war aber auch ja sexuell nicht mehr verfügbar und sie hat sich ja auch echt immer super unfreundlich zu ihm verhalten und irgendwie wollte sie ja auch, dass er sein Glück findet und so. Also das Spiel wird da auf eine ganz seltsame Weise, die auch eher durch James' Perspektive dann teilweise geprägt scheint, das Spiel verschiebt da so seinen Ton dann, und dann geht es auch darum, ist ihr das nicht vielleicht auch zu Recht passiert oder war es nicht für alle besser, dass sie dann da aus dem Leben geschieden ist? Und letzten Endes weißt du ja nicht mal, ob das, was dir im Spiel als Marys Brief verkauft wird und auch vorgelesen wird, auch das mag ja völlig verfremdet sein durch die Perspektive, dass wir eigentlich das Spiel ja auch durch James' Augen wahrnehmen oder aus James' Perspektive. Es ist schwerer noch am Ende zu sagen eigentlich, was da los ist, als am Anfang des Spiels, weil man findet zwar immer Sachen, aber du weißt nie, was kannst du trauen, was ist wirklich die Wahrheit. Es gibt dir nur so Interpretationsmöglichkeiten an die Hand, aus denen du dir dann irgendwie was zusammenbauen kannst, und finde das wirklich, ist unangenehm, wie dann dieses Thema reingebracht wird von wegen, es könnte auch gerechtfertigt gewesen sein oder er hat eigentlich ja was Gutes getan, was sie vielleicht auch wollte. Der Punkt bei allen Interpretationen, die man anlegt an das, was man im Spiel erlebt hat, ist, dass die immer auf den Versatzstücken basieren, die halt gerade passen zu der Theorie.
und alle ignorieren die Nichtpassen, weil es schon einen reichlichen Korpus von Informationsschnipseln und Erlebnissen gibt in dem Spiel. Und wenn man sich seine Theorie gebaut hat, dann greift der Confirmation Bias und dann scheint da alles reinzupassen und der Rest wird ignoriert. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen ein Balanceakt ist bei einem Spiel wie Silent Hill, das ja nun so interpretationsoffen sein will. Wenn irgendwie alles bedeutsam sein kann, dann ist auf einmal nichts mehr bedeutsam. Und das wäre natürlich dann der Negativfall, wenn ich rausgehe aus dem Spiel und die Schultern zucke und denke, okay, ja, was mir jetzt hier erzählt wurde, das ist alles und nichts. Aber das Geniale, wenn man so sagen möchte, oder die besondere Leistung bei Silent Hill 2 ist, dass es sich selbst nicht festlegt. Also ich glaube, das Spiel kannst du nicht festnageln auf eine Auslegung, sondern es hält sich da seine Interpretation offen und gibt dir also sehr viele Versatzstücke, mit denen du arbeiten kannst. Aber gleichzeitig ist es doch noch präzise genug und konkret genug, dass es nicht in die Beliebigkeit abdriftet. Wobei es schon manche Interpretationen gibt, die schon, also die sind schon bizarr. Ich muss kurz einmal ein Werk erwähnen, das heißt Waiting for You, The Story and Symbolism of Silent Hill 2. Das ist ein langer Essay, der als Buchform veröffentlicht wurde von Amanda Thompson. Und das ist eine ja sehr lange Analyse von den Geschehnissen von Silent Hill 2 und was sie bedeuten. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil die Amanda Thompson selbst winzige inszenatorische Details als Beleg heranzieht für ihre Lesung der Handlung. Ja, und das ist stellenweise echt fantasievoll. Also zum Beispiel interpretiert sie als sehr frühes Zeichen im Spiel, dass mit James etwas nicht stimmt, die Tatsache, dass er sein Auto quer geparkt hat auf dem Parkplatz, ja, weil er es ja so achtlos über die Parklücken drüber geparkt hat. Das las ich und dachte mir, das ist schon sehr, eine sehr spezifische Lesung von dem. Oder genauso die Tatsache, dass zwischen dem Intro in dem Toilettenraum und dann außerhalb, wo dann die Exposition weitergeführt wird, eine kurze interaktive Szene ist, wo wir James selber raussteuern. Da fragt sich die Amanda Thompson ja, warum wird das nicht durchgehend erzählt? Warum steuere ich den jetzt nochmal selber? Und ihre Interpretation ist, dass das zwei verschiedene James Sunderlands sind, die das Spiel uns hier zeigt. Nämlich einer, der gerade seine Lüge verinnerlicht, indem er da in den Spiegel schaut, und dann den anderen, der jetzt da rausgekommen ist und jetzt in dieser Selbsttäuschung angekommen ist. Und um das nochmal zu unterscheiden, ist auch in der Spielmechanik nochmal dieser Schnitt drin, dass ich ihn kurz selber steuere. Ich finde das ganz cool, ja, also mit was für einem detaillierten Blick sie da drauf guckt. Aber das nur mal so als Beispiel dafür, mit welcher Akribie Silent Hill 2 teilweise durchgearbeitet wurde auf der Suche nach Hinweisen für Interpretationen. Und ich würde aber denken, das ist letztendlich eine spannende und vielleicht auch fruchtbare Auseinandersetzung, aber natürlich eine, die immer zu einem individuellen Ergebnis kommen wird, weil aus meiner Perspektive ist Silent Hill 2 und seine Erzählung eher eine Allegorie. Das will gar nicht rational erklärbar sein, das will gar nicht vollständig und verstehbar sein, sondern das will etwas in uns anstoßen. Das möchte uns zu unserer individuellen Wahrheit und unserem individuellen Gefühl führen, was wir da rausziehen. Und das Bemerkenswerte an Silent Hill 2 ist, dass ihm das gelingt. Da würde ich dir zustimmen. Ich möchte aber gerne nochmal kurz zurückspringen zu den zwei Punkten, die du gerade genannt hast, weil ich die auch spannend finde. Ich habe mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, warum das Auto kreuz und quer neben dem Klohäuschen steht. Aber ich hätte es auch nicht so geparkt. Ich verstehe es im Nachgang jetzt auch nicht mehr, weil der Parkplatz ist ja komplett frei. Das würde zunächst mal dafür sprechen, dass man da einfach wie so ein Volldepp das Auto über drei Parkplätze stellen kann. Auf der anderen Seite wirkt James zu Auftakt des Spiels aber noch gar nicht so, als ob er akut gestresst wäre. Also er scheint es nicht super eilig zu haben. Er ist auch nicht aufgebracht oder so. Es ist eher so, ich habe einen Brief bekommen. Er weiß auch noch nicht, dass ihn irgendwas Schlimmes erwartet in der Stadt. Weiß ich auch nicht genau, warum er so komisch geparkt hat. Ich finde es dann eher irritierend, dass wenn man dann losgeht und sich Richtung Waldweg begibt, er macht das Auto auch gar nicht zu. Es bleibt einfach mit geöffneten Türen auf dem Parkplatz stehen. Und ich habe mir lustigerweise auch eine Idee dazu aufgeschrieben, warum wohl am Anfang man nach der Spiegelszene für ein paar Sekunden die Figur steuern kann, bevor es wieder eine Cutscene draußen springt. Ich habe gedacht, dass hier, wo wahnsinnig viel komprimiert wird, das Spiegelmotiv, wo ja auch eher, ich habe das vorhin einmal kurz in meiner Beschreibung nur so am Rande erwähnt, da fasst er sich ja einmal auch so ins Gesicht, was ja auch so ein bisschen die Überprüfung dessen ist, das eigentlich, bin ich real, ist das alles hier real? Es passiert da ganz am Rande in so einer beiläufigen Bewegung. Dann wird ja auch gleich ein Teil aus dem Brief vorgelesen und die ganze Motivation dargelegt, das Spiel verdichtet da so viel. Und ich habe gedacht, dadurch, dass du da einmal kurz steuern kannst, will das Spiel dir auch gleich zeigen, hey,
du kannst jetzt hier mal ausprobieren und auch gleich lernen, dass es eigentlich in dem Spiel zu 79% ungefähr darum geht, die Tür zu finden, durch die du gehen musst. Weil, also das Spiel hat ja deutlich mehr verschlossene als offene Türen. Und im Grunde verbringst du ja auch viel Zeit damit, einfach durch Gänge zu laufen, von einer Tür zur anderen und immer so an der Wand lang gepresst, damit die Monster dich nicht greifen, weil ich habe sie ja nicht getötet. Und du klickst dann immer wie so ein Irrer einfach an den Türen und irgendwann geht mal eine Tür auf. Und das wollten die dir gleich am Anfang sagen, von wegen, hey, Türen finden und verwenden, das ist zentraler Spielbestandteil hier. Ja, also es ist eine sehr gute Interpretation, mindestens genauso valide wie alle anderen, die man da anlegen kann. Das Schöne an Silent Hill 2 ist, dass es halt voll ist von so kleinen Symboliken. Diese Geste vom Start des Spiels, wo James sich kurz die Hand vors Gesicht hält, ins Gesicht greift, die wird in abgewandelter Form später noch aufgegriffen. Und das ist auch etwas, was ich aus dem Buch von Amanda Thompson habe. Das finde ich zum Beispiel eine Beobachtung, die fand ich sehr spannend. Nämlich, dass immer dann oder in den meisten Fällen, wenn James im späteren Spielverlauf in Dialogen mit anderen Charakteren seine Frau erwähnt, seine verstorbene Frau, dann führt er die Hand wieder ans Gesicht, so als müsste er noch mal kurz sich erinnern oder die Selbsttäuschung wieder stärken, wenn er seine Geschichte erzählt, dass sie vor 3 Jahren gestorben ist. Und tatsächlich, das ist so drin im Spiel und vermutlich auch absichtlich so eingebaut. Und da staunt man dann doch immer mal wieder, was da alles für sinntragende Details drin sind. Und das, glaube ich, ergibt auch ein Teil der Faszination natürlich, aber auch die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten, die aber, und das glaube ich, ist halt schon auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, im Zweifel auch für jedes Ding, das du reinnimmst in deine Interpretation, irgendetwas anderes liegen lassen müssen. Und der zentrale Knackpunkt für mich, die Frage, auf die ich keine Antwort, keine befriedigende gelesen habe, in keiner Interpretation, allen, die ich gelesen habe, haben darauf keine vernünftige Antwort, ist die Frage, warum ist Laura in dem Spiel, das kleine Mädchen? Es würde mich brennend interessieren, Fabian, was deine Interpretation ist davon. Was ist der Sinn von Laura? Tja, ich kann es dir leider nicht so genau sagen. Sie ist ein bisschen so ein Antreiber zwischendurch immer, dich von einem Ort zum nächsten zu begeben, weil am Anfang tritt sie einmal den Schlüssel weg, dann später siehst du sie, als Maria gerade getötet wurde, dann siehst du wieder Laura draußen am Fenster vorbeilaufen, du läufst hinter ihr her, du siehst sie vorher in das Krankenhaus gehen, an anderer Stelle läufst du auch hinterher. Offensichtlich trägt sie ja keine Schuld, außer der Sachen, die sie jetzt da James unmittelbar antut, wobei ich nicht sagen würde, dass die jetzt krass bösartig sind. An einer Stelle bestraft sie ihn ja auch so ein bisschen dafür, dass er so unwirsch sich ihr gegenüber verhält, sperrt sie ihn dann ja ein in einen Raum, in dem auch Monster sind, wo man aber wieder sagen kann, naja, sie sieht die nicht. Für sie ist das vielleicht ein Kinderscherz. Und ich glaube, dass sie irgendeine Art Instanz ist, die ihn auf dem Weg auch leiten soll. Und dadurch, dass sie von Mary ja auch mal adoptiert werden sollte, so wie sie das erzählt, ist sie vielleicht dann auch mit seiner toten Frau verbandelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie am ehesten so einen Leitcharakter hat, aber sie ist in der Rolle ganz anders als die anderen Figuren im Spiel. Und ansonsten könnte ich es dir auch tatsächlich, wie bei so vielen Sachen, ich kann es dir auch nicht definitiv sagen. Was ist denn deine Theorie, warum sie im Spiel ist? Mir gefällt das schon hervorragend, deine Erklärung. Und lustigerweise bist du mit dem Ersten, was du gesagt hast, dass sie so eine Art Handlungsvorantreiber ist, auf der Linie des Entwicklerteams, weil ich habe ein Interview mit, weiß gar nicht mehr, wer es war, jemand von Team Silent gelesen, wo die Person auch gefragt wurde nach der Rolle von Laura. Und da ist die Antwort drauf, dass sie eine Wegweiserin für James ist durch das Spiel, was ja eher eine spielmechanische Erklärung ist als eine erzählerische. Und ansonsten die Interpretation, die man so rumfindet um Laura, ist, dass sie ein Symbol ist für die Unschuld, dass sie der andere Aspekt von Mary ist, die sich aufspaltet und wo Maria, der für James begehrenswerte, lebensfrohe, sexualisierte Aspekt von Mary ist. Da gibt es auf der anderen Seite den anderen Persönlichkeitsaspekt von Mary, der reine, der unschuldige Teil, der James nicht verführen will, sondern der ihn im Gegenteil plagt, der ihn quält und der ihn auf seine Verfehlung, auf sein Vergehen hinweist und als solcher durch das Triezen also auch versucht zur Erkenntnis zu führen. Das finde ich fast noch am naheliegendsten. Auch hier wieder so ein wunderbares kleines Detail, das mir selbst nicht aufgefallen wäre. Ich glaube, das habe ich auch bei Amanda Thompson gelesen, dass Maria und Laura die einzigen Charaktere sind, die keinen Nachnamen haben. Alle anderen haben einen. Und dass das auch wieder nahelegt, vielleicht ist es ein Zufall, aber man kann es auch so interpretieren, dass sie irgendetwas gemeinsam haben und vielleicht eben die beiden Aspekte von Mary sind.
Das ist eine interessante Theorie, weil was mir jetzt gerade noch einfällt, Maria spricht ab und zu mal davon in Cutscenes, dass sie sich irgendwie verantwortlich fühlen würde, auch für Laura. Und es gibt gar keinen für dich erklärbaren Zusammenhang, warum das wohl so ist. Weil sie ist offensichtlich eine erwachsene Frau, die, so legt das Spiel das nahe, in einem Nachtclub arbeitet oder gearbeitet hat. Das andere ist halt ein 8-jähriges Mädchen. Und diese Beziehung oder diese Verantwortung, die sie dann spürt, die kann man auch nicht richtig greifen oder nachvollziehen in dem Moment. Das würde natürlich einen Zusammenhang zwischen beiden dann noch eher herstellen. Also wenn das stimmen würde, dass sie so zwei Aufspaltungen der Mary-Figur sind und in irgendeiner Form zusammengehören. Also man merkt schon, auch an unseren Interpretationsversuchen, es ist ein Spiel, mit dem man sich auseinandersetzen kann und ich denke auch sollte. Ich würde bedenkenlos empfehlen, Silent Hill 2 zu spielen, auch trotz unserer ganzen Spoiler, die wir jetzt hier schon drin hatten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Silent Hill 2 eines der wenigen Spiele ist, die aus erzählerischen Gründen ein nochmaliges Spielen lohnt. Das sich sogar erst noch stärker erschließt in seinen ganzen kleinen Details, wenn man es ein zweites Mal spielt und dann schon viele Elemente der Spielmechanik aus dem Weg hat. Also sich schon weiß, was kommt, weiß, wie die Kämpfe funktionieren, sich einigermaßen orientieren kann und sich also mehr einlassen kann auf die ganzen inszenatorischen Details und die Gestaltung der Spielwelt. Man kann es ja sogar im New Game Plus spielen, dann gibt es noch ein paar kleine Belohnungen, dieses zusätzliche Ende, das potenzielle, es gibt dann eine neue Waffe, die Kettensäge und so weiter. Aber ich würde dringend empfehlen, es nicht im hohen Schwierigkeitsgrad zu spielen, ja, weder bei den Rätseln noch bei der Action, weil das ist einfach nicht die Stärke des Spiels. Und es gibt keine Bestrafung dafür, wenn man es in den niedrigen Schwierigkeitsgraden spielt. Also es ist völlig okay, das auf normal oder sogar auf leicht zu spielen. Ich würde sogar sagen, dass das Spielerlebnis dadurch besser wird. Ich würde dir zustimmen, wir sollten vielleicht nochmal zumindest kurz darauf eingehen, was wir denn dann für eine Version spielen würden, weil du hast vorhin schon mal gesagt, das Spiel kam dann für die Xbox kurz darauf, hatte dieses Zusatzszenario, das Born from a Wish. Das Ganze ist später dann nochmal für die PS2 veröffentlicht worden als Greatest Hits Version beziehungsweise Director's Cut, je nach Region hatte das unterschiedliche Namen, da sind dann auch diese Bonusinhalte drin. Es gab damals auch noch eine PC-Version, noch nach der Xbox-Fassung. Die kenne ich im Original jetzt nicht. Die soll der Überlieferung nach nicht so toll gewesen sein. Generell gilt die PS2-Version als die beste der alten Versionen, weil wohl die Nebeleffekte am besten sind, die Videos am besten aussehen. Und dann müsste man schon deutlich weiter nach vorne springen auf der Zeitlinie. Es gab dann mal eine HD-Collection, die erschienen ist für PS3 und Xbox 360, von der würde ich aktiv abraten. Die ist so etwa 10 Jahre alt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Das hat ein amerikanisches Team für Konami dann gemacht. Die hatten nur einen unfertigen Quellcode vorliegen. Die Spiele sind leicht fehlerhaft. Sie haben auch das Problem, dass sie den Nebel nicht so gut darstellen können wie die sehr viel ältere PS2-Version. Die beiden Spiele in dieser Collection, das sind Silent Hill 2 und Silent Hill 3, haben dafür neue Tonspuren bekommen. Das gab auch richtig viel Unmut bei den Fans, sodass Konami dann sogar noch optional für den zweiten Teil auch die alte Tonspur noch reingepackt hat. Also diese Version leider nicht sehr gelungen. Zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hier also Mitte 2023, wenn ihr die Möglichkeit habt, an einem PC zu spielen, die Enhanced Edition, sehr gut. Das ist so ein Update-Paket, was von Fans über einen langen Zeitraum entwickelt wurde, mit 16:9, mit HD-Unterstützung und auch sonst vielen Anpassungen, die einfach dafür sorgen, dass man das Spiel auch auf modernen PCs gut spielen kann. Das wäre meine Empfehlung, um das Spiel heute nachzuholen. Oder, das ist ja hier auch noch eine einigermaßen frische Info, Konami hat Ende 2022 ein Remake angekündigt, das bei Blooper Team entsteht, einem polnischen Entwicklerstudio. Bin da einigermaßen gespannt, wie das wohl werden wird, weil ich finde das Werk von Blooper Team durchwachsen. Also man kennt die auch für Horrorspiele, sowas wie Layers of Fear, The Medium oder auch Blair Witch. Und Layers of Fear ist ja durchaus was, was viele Leute gemocht haben. Aber ich fand zum Beispiel The Medium, was auch so ein ganz klar von alten Silent Hill Spielen inspirierter Titel war, nicht so gut. Sieht toll aus in den ersten Trailern. Und sie haben auch angekündigt, dass sie Sachen spielerisch überarbeiten wollen. Also allen voran das Kampfsystem, was sie schon genannt haben. Aber ob das dann nicht dazu führt, dass Leute später sagen, nee, Silent Hill 2 muss genauso sein, wie es 2001 war, mit all seinen Macken und Sachen, die vielleicht nicht perfekt sind, das wird man sicherlich sehen müssen.
Und spielen sollte man es auf jeden Fall nochmal, wenn man die Gelegenheit dazu hat, sei es auch nur in Vorbereitung zu dem Remake, das du gerade erwähnt hast. Bei all dem Lob, das wir jetzt zu dem Spiel auf der erzählerischen Ebene hatten, wie gesagt, die Spielmechanik ist ja nur ein Mittel zum Zweck, muss ich zum Schluss trotzdem noch eine kleine Spitze loswerden. Das soll nicht unerwähnt bleiben, denn die Erzählung endet in den drei Hauptenden beim ersten Durchspielen immer auf die gleiche Art und Weise, nämlich mit einem Ringschluss zum Anfang. Das Spiel beginnt ja mit diesem mysteriösen Brief von Mary an James und wir erfahren ganz am Schluss, dass der Brief eigentlich viel länger ist. Dieser vollständige Brief von Mary wird dann zum Schluss des Spiels als letzte Amtshandlung vorgelesen. Und da beschreibt sie gegenüber James nochmal den Tod vor Auge, also das ist schon, er weiß schon, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, beschreibt sie ihm nochmal ihre Gefühle, entschuldigt sich bei ihm und ja, letztendlich sagt sie ihm, er soll sein Leben leben und es ist nochmal so eine Mischung aus Liebesbrief und Goodbye. Und das könnte ganz cool sein, aber das ist das eine erzählerische Element in dem Spiel, das ich für völlig misslungen halte, weil es ein viel zu langer und weinerlicher Brief ist und das Spiel das angenehm kryptisch und kurz war und viel sagend in deiner ganzen Erzählung wird da auf einmal dann richtig geschwätzig auf kitschige Art und Weise. Also da hätte sich Konami doch einen Gefallen getan, wenn sie das anders oder kürzer gemacht haben. Und ich weiß, dass viele Leute das toll fanden als emotionalen Endpunkt, aber ich finde das nicht gut gelungen. Aber das sperren wir jetzt in den Giftschrank und schließen das ab und ich komme wieder zurück zu der Sache, dass ich das Spiel rundheraus empfehlen würde, gerade eben auch wegen seiner Bedeutungsoffenheit und weil man sich seine eigene Meinung dazu bilden sollte und weil es auch schön ist, wirklich schön ist, sich mit dem Spiel auch außerhalb des Spiels zu beschäftigen, in den vielen Dingen, die darüber gesagt und geschrieben wurden, nicht nur hier in diesem Podcast. Noch eine Empfehlung zum Beispiel als Lektüre wäre, es ist hier in Deutschland im Jahr 2004 ein Essayband erschienen namens See, I'm Real, multidisziplinäre Zugänge zum Computerspiel am Beispiel von Silent Hill. Das klingt akademisch, der Titel, das ist auch akademisch. Das sind 12 wissenschaftliche Essays aus den deutschen Game Studies über das Spiel und das ist sehr interessant, diese ganzen verschiedenen Perspektiven und auch Interpretationen zum Teil auf das Spiel zu bekommen. Ja, ich muss die Klappe jetzt doch nochmal kurz aufmachen, Christian. Ich finde den Brief am Ende, da bin ich vielleicht simpler gestrickt als du. Für mich hat das funktioniert. Ich finde den immer sehr emotional. Und das berührt mich auch tatsächlich. Und ich sitze da und denke so, ah, es ist schon wirklich, wirklich traurig. Und dass man so wirkliche Trauer dann auch empfindet, das ist in Spielen, das gelingt ja nicht wahnsinnig oft. Und ich finde, das ist ein Moment, den ich schon auch heute noch fühlen kann, obwohl ich das Spiel jetzt auch in- und auswendig kenne und auch um seine Schwächen weiß. Also das packt mich schon jedes Mal wieder. Da du es jetzt gemacht hast, ich hätte auch noch einen kleinen Lektüre-Tipp, wenn man noch mehr wissen möchte. Ich habe noch ein Buch gelesen, das hat erst vor wenigen Jahren, nämlich 2020, ein Comedian und TV-Schreiber namens Mike Drucker geschrieben. Das kann man sehr schnell weglesen. Das ist eher wenig akademisch, das ist eher unterhaltsam geschrieben, aber man merkt, er ist großer Fan des Spiels und hat sehr viel Respekt dafür. Und ich finde, da ist noch ein ganz schöner Gedanke drin, den er beim Einstieg bringt, den ich jetzt hier vielleicht nochmal abschließend bringen möchte. Er sagt nämlich sinngemäß, dass bei vielen älteren Spielen, also Spielen, die wir als junge oder zumindest jüngere Menschen gespielt haben, und es sind natürlich auch Spiele, die wir häufig bei Stay Forever oder bei Super Stay Forever besprechen, da spüren wir so ein positives Gefühl tröstender Zuneigung. Aber Silent Hill stemme sich dem komplett entgegen, denn es ist weder tröstlich noch liebevoll. Das stimmt und das ist ungewöhnlich und ich finde, auch das allein macht das Spiel schon spielenswert, sodass man das auf jeden Fall mal erlebt haben sollte. Sehr gut, Fabian. Dann haben wir unsere Karten auf den Tisch gelegt, aber selbstverständlich ist das ein weit offenes Tor, hier euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einzuladen, eure Meinung und vor allem eure Interpretation zu Silent Hill 2 mit uns und unserer ganzen Zuhörerschaft zu teilen. Am besten bei uns im Forum auf stayforever.de, aber gerne auch auf allen anderen Kanälen, wo ihr uns erreicht. Wir sind gespannt. Und zum Schluss, denke ich, werden wir beide uns nochmal treffen, um noch ein paar Nachträge zu Silent Hill 2 zu machen, die es nicht in diese Folge geschafft haben. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar, wusstet ihr eigentlich, Geschichten am Start. Das denke ich auch. Dann vielen Dank dir, Christian, und vielen Dank euch da draußen wie immer fürs Zuhören. Dankeschön und tschüss. Tschüss.